TV Straßensound. Okay. Ey Mann, wirklich, ich hab's eben schon gesagt, ich mache kein Geheimnis draus. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie jemand, der vor die Kamera geht und dann ein anderer Mensch ist als hinter der Kamera. Es ist mir eine Riesenehre, eine Riesenfreude, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vor 2 oder 3 Jahren noch ein Traum, vor 10 Jahren wahrscheinlich schon ein Traum. Ich bin ja groß geworden auch mit deiner Musik. Ich bin ja 93er Baujahr und als ich zur Schule ging, warst du schon ein Star. So. Bruder, danke schön. Du beschämst mich. Danke. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und trotzdem, du bist es da. Du hast hier den Podcast und du bringst die Szene nach vorne und so weiter. Ich bin ein Beobachter, der ab und zu dazukommt. So ein Stiller aus dem Hintergrund. Ich danke dir für die Props. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dankeschön. Gerne. Da warst du kleiner, warst du in Frankfurt, ja? Oder was hast du gemacht? Das höre ich ja an deinem Akzent. Ja, ja, ich habe den Hessen-Flavor noch in mir. Ich habe tatsächlich extra für dich, ich habe jetzt einen Big Pun-Pulli, aber ich habe tatsächlich ein Tupac-T-Shirt drunter. Geil. Einfach, weil ich weiß, du hast ein Tupac-Tattoo. Ich fühle mich dann immer wohler hier, ja? Ja, das ist ja voll mein Environment. Aber ich weiß nicht, wie du jetzt zu mir stehst, weil ich habe halt ein Biggie-Tattoo. Ist nicht schlimm. Weißt du, ich weiß nicht, ob jetzt hier... Hast einen Pass. Ich hab allerdings auch ein Tupac-Tattoo. Ich habe auch ein Tupac, weil Biggie habe ich jetzt nicht mitgezogen. Aber ich habe Biggie wirklich im Nachhinein erst kennengelernt, weil ich das damals so ernst genommen habe, ja, dass der Tupacs Feind war, sozusagen. Man durfte ihn nicht hören. So. Geht nicht, ja. Und sein Genie dann leider erst später erkannt. Und als ich mir den dann später angehört habe, dann wurde ich genauso Fan. Ja, ist ein unglaublicher Typ. Witzig, dass du es ansprichst. Mir ging es genauso in meinem Leben mit dir und Savage. Oh, wow. Cool. Früher. Also wir haben uns wirklich auf dem Pausenhof gemieden, gestritten und geschlagen, wenn man gesehen hat, ey, der Typ hat einen Graham Branks Pulli an oder ja, T-Shirt an oder irgendwas, was in die Richtung deutet. Und der andere läuft mit einem OR-T-Shirt rum oder so, weißt du? Und das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar so. Tatsächlich. Gott sei Dank sind wir noch am Leben alle, Alter. Ihr seid da. Nee, es waren ja die Fans, die sich die Köpfe eingeschlagen haben, so, weißt du? Ja, hoffentlich sind die auch noch alle am Leben. Die sind hoffentlich auch noch alle am Leben. Die sind jetzt alle groß und hoffentlich sind sie alle vernünftig geworden. Genau, genau. Aber ich weiß nicht, ich war ja auf der Hauptschule. Ich habe sehr spät den Weg erkannt, den ich gehen musste, um dann später Abitur nachzuholen und zu studieren und so. Bei mir ging es erstmal jahrelang bergab. Mhm. Türkisches Kind, voll die Probleme gehabt mit Deutsch und Identifizierung und so, immer nach Hause gelaufen, also Mama, die nennen mich Schwarzkopf, ich weiß nicht, was da los ist und so. Wie war das denn eigentlich bei dir? Ich bin ja nur bei meiner Mutter aufgewachsen. Ne? Die haben sich früh getrennt, deine Eltern. Die haben sich früh getrennt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir an was gefehlt hat. Ich wusste trotzdem, dass wir, also es war allen bewusst jetzt in der Schule, dass wir so mit bei den Ärmeren sozusagen waren. Aber ich habe das eigentlich immer durch meine, dann auch wieder hier bei Hip-Hop, bei Biggie und so weiter, immer durch meine Art versucht zu überspielen. Ne? Ich habe versucht immer witzig zu sein, cool zu sein und immer die coolsten News zu haben, die coolste Mucke zu hören und so. Und damit hat man sich dann das irgendwie angeglichen wiederum an die anderen. Aber es war einem total bewusst, dass man quasi auf der sozialen Kette etwas niedriger stand. Ne? Und ja, wie war das bei dir? Hat das was mit dir gemacht? Ich hatte Gott sei Dank nie das Gefühl, irgendwie nichts zu essen zu haben oder unser Kühlschrank war immer voll. Ich habe eher so ein, ähnlich wie bei dir wahrscheinlich, so typische Arbeiterfamilie, genau. Ein bisschen Schlüsselkind, ein bisschen aber auch mehr als das. Also die Eltern haben halt auch durch die schlechten Jobs auch sehr viel Kummer und Leid nach Hause getragen, wo die Kinder halt auch sehr viel davon mitbekommen haben. Ne? Also bei mir waren so Sachen wie Gewalt und so zu Hause auch oft ein Thema, weil ich glaube auch, dass meine Eltern kein richtiges Ventil hatten. Ne? Die waren einfach auf sich alleine gestellt. Und die Kinder dementsprechend natürlich auch. Ne? Also ich musste halt gucken, wie ich klarkomme. Und da warst halt du und deinesgleichen damals wie so ein, ich weiß schon, gleich stehen in den Kommentaren, hey Burak, der absolute Hip-Hop-Romantiker und hahaha und so. Aber ich sag, wie es ist. Ich habe gestern mit einem guten Freund von mir telefoniert und ich habe gesagt, ey, was schätzt du, wo du heute wärst, wenn du Hip-Hop nicht gehabt hättest in deiner Kindheit? Weil für mich und uns, das war nicht nur irgendwie so ein bisschen, naja, hast du News gelesen, der hat den beleidigt und so, wie es vielleicht heute manchmal sein kann. Für uns war das so übertrieben wichtig. Also die Geschichten, die ihr erzählt oder die du erzählt hast und diese Wiedererkennung darin, ne, das hat so richtig viel supportet auch. Und manche sagen, ey, Hip-Hop war wie ein Ersatzvater. Manche sagen, ey, das hat mich vor Scheiße bewahrt, weil es mich abgelenkt hat und so. Ich kann es nur bestätigen. Die Flaggen,
bei Viva zu sehen. Ja. Türkische Flagge, deutsche Flagge natürlich auch, aber darauf sprechen mich bis heute Leute an, ja, die gesagt haben, ey, wir hatten gar keine Representation. Voll. Und dich da zu sehen, das hat uns so stolz gemacht und so weiter. Ja. Da ging es noch irgendwie um andere Werte, hatte ich das Gefühl. Voll. Und ja, wenn das Leuten geholfen hat, mir hat es ja selber geholfen, hier Olle Tupac und so, ja. Die haben mir ja auch geholfen, obwohl ich die teilweise noch gar nicht verstanden habe, habe ich mich da drin wiedergefunden, ja, weil ich dieses Rebellische da drin gesehen habe und dieses Arbeiterklasse-mäßige, ne? Und das hat mich unglaublich motiviert. Und als ich das immer mehr verstanden habe, umso mehr. Ne? Und dann habe ich ja versucht, die Flows, wenn ich jetzt Big Pun sehe, die Flows irgendwie nachzumachen. Und es war gar nicht so schwer, habe ich gesehen. Ey, das ähnelt voll der deutschen Sprache so, ne? Und ich habe immer damals dann gehört, ey, du bist aber gut für dein Alter. Wie alt bist du immer? Ja, du bist aber gut für dein Alter, ne? Weil es war noch nicht so gang und gäbe, dass jeder gerappt hat, so, ne? Mhm. Es war auch noch kein Lebensplan, muss ich sagen. Und das muss ich jetzt auch sagen. Meine Mutter, die mir das erlaubt hat, ja, Ende der 90er, muss ich mal überlegen, ja, der Sohn kommt zu ihr, geht aufs Gymnasium, ist also ziemlich gut in der Schule und so und sagt so, hier, pass auf, ich werde Rapper, ich schmeiße jetzt die Schule und ich ziehe nach Berlin. Ne? Krass. Das hätte niemals ein türkische Eltern eingeschaltet. Ich frage mich auch gerade so. Ich will niemanden über einen Kamm scheren. Ne? Aber die war schon sehr progressiv, die war schon sehr modern, mhm, und die hat das auch verstanden mit der Kunst, so was das in mir gemacht hat, weil mein Vater auch schon Künstler war. Vielleicht hat sie sich gedacht, ja, das ist halt in dem drin. Ne? Und die hat geweint, aber die hat mich gelassen und ja, es war das allererste, was ich jemals probiert habe. Also ich kann mich vielleicht so ein bisschen rein identifizieren, weil der kulturelle Background derselbe ist und die Tränen, die du gerade beschreibst, so die habe ich auch schon gesehen von meiner Mutter und das ist so ein sehr, sehr schwieriges Thema, wenn die Mutter weint zu sehen, mhm, weil natürlich die wollen das Beste für einen und so. Jetzt bist du doch schon ein bisschen älter als ich, aber dennoch so nah, dass du dich vielleicht erinnern kannst. Guck mal, du bist ja heute jemand, der, so wie ich das beobachten kann, versucht seinen Träumen hinterherzugehen, das Beste aus seinem Leben zu machen und einfach das schönste Leben zu leben, was du dir vielleicht vorstellen kannst. Wie war das denn früher? Bist du in dein Schlafzimmer gekommen oder in deinem Kinderzimmer gesessen und hast gesagt, ey, ich will der erfolgreichste Rapper Deutschlands sein, ich will der krasseste MC sein oder ich will das und das Auto fahren und so. Mhm. Kannst du dich manchmal noch an den jungen Echo erinnern, der diese Träume hatte, und denkst du an den, wenn du die Träume heute wahr werden lässt? Den Erfolg hatte ich schon vor Augen, aber eher so eine Vision davon, weil ich das aus den Videos kannte, aus Amerika. Ich hatte jetzt nicht wirklich den Lebensplan, den Erfolg aus der Musik auf mein Leben zu projizieren und umzuwandeln. Und dann bin ich in meinem Leben erfolgreicher und dann kann ich irgendwie was damit machen und so. Ich hatte gar keine Idee davon. Das heißt, ich wollte einfach nur bekannt sein. Das war ein ganz großer Anspruch. Ich wollte bekannt werden, ne? Ich wollte ein Star werden. Ich war auch noch so jung, ne? Ich war kurz danach selber in der Bravo, das war damals das Medium für junge Leute. Und kurz davor habe ich das ja selber noch gelesen, so, mhm, weißt du? Ich war so jung, weißt du? Und ja, also ja, ich hatte eine Vorstellung des Erfolgs, weil ich das irgendwie bei Puffy und so gesehen habe in den Videos. Aber nein, das war jetzt nicht mein Lebensplan. Mein Lebensplan in den jungen Jahren war, bekannt zu werden, zu rappen, das zu zelebrieren, mit meinen Kollegen irgendwie coole Videos zu drehen und so weiter. Und was das für mein eigentliches Leben bedeutet, das wusste ich damals noch nicht. Ist ja ein Stück weit auch ähnlich wie der Traum von heutigen Newcomern, ne? Mhm. Berühmt zu werden, damit vielleicht auch jemand zu werden, Geld zu verdienen und so. Verfolgst du aktuelle Geschehnisse in der Rap-Szene? Manche, wenn das irgendwie Freunde von mir sind, oder wenn mir was empfohlen wird oder wenn Sachen, an denen keiner vorbeikommt, dann gucke ich es mir halt an. Ich habe auch einen guten Freund, den Jan, der meine Videos dreht. Der ist so ein bisschen auch mein Live-Ticker, der erzählt mir manchmal die Sachen und so weiter. Aber nicht alles, nicht aus Hateration. Die Leute sagen immer so cool, so ja, ich gucke gar nichts und so und so. Gar nicht so, sondern weil mir nicht jeder Content gefällt. Ich habe zum Beispiel Probleme damit, die ganze Zeit so dreckige Wäsche zu waschen. Ist gar nicht mein Ding, Alter. Die Vergangenheit neu zu diskutieren, auch eher nicht mein Ding, habe ich auch gelernt, an mir selber. Kann man mal machen. Man kann vielleicht mal eine Doku über was drehen und sich das dann mal angucken einen Abend. Also man kann sich mal die Zeit dafür nehmen. Aber ständig und ständig über irgendwelche Sachen, die passiert sind, reden, kann ich gar nicht, Alter. Mhm. Ich habe meinen Tagesablauf, ich habe meine Leute, ich habe meine Familie und
ab geht's, nach vorne. Ich sag nicht, ich war immer richtig, ja. Aber wenn du nach vorne gehst, ne, ist klar, dass du dich manchmal vertrittst, in die falsche Richtung gehst, ne. Aber letztendlich gehst du nach vorne, ne. Und nach hinten gehen interessiert mich nicht. Also fällt schon mal ein großer Teil von Rap für mich weg. Und das ist dieses Back and Forth und dieses übereinander Quatschen, das will ich überhaupt nicht. So, es gibt aber auch einen guten, konstruktiven Teil von Hip-Hop und der hält mich noch wach, so, weißt du? Und da, ja, wenn mir da was zugespielt wird, da bin ich voll dabei, man. Gehe ich all in, weil es ist ja meine eigentliche Liebe, so, das ziehe ich mir rein. Ich wünsche mir ja, dass Sachen kommen, die mich inspirieren und die mir dieses Gefühl geben von früher, wo ich das so richtig gefühlt habe und geil fand, das da ein Teil davon zu sein. So. Und es kommt auch noch, aber es kommt in kleinen Portionchen, so, weißt du? Ja, vor allem, du hast ja auch so viele Dekaden miterlebt. Du hast angefangen zu einer Zeit, du erzählst noch von Bravo und damals, wo du noch voll jung warst, bis heute, der du ja heute geworden bist, aber nie pausiert hast, zumindest nie so lange, dass du komplett raus warst. Ne? Gibt Rapper, die waren 5 Jahre raus, 10 Jahre raus. Du warst ständig dabei, du hast dich immer wieder weiterentwickelt und ich bin ein großer Fan von deinen von den langen Bars-Tracks, die du gemacht hast. Ne? Danke, Bro. Und letztens nochmal den Taui gehört. Und mir so dachte, Alter, hast du manchmal das Gefühl, dass dein Talent als Musiker, als Rapper dir manchmal so ein bisschen verkannt wird? Kann sein. Das ja? kann sein. Ich bin dann aber natürlicherweise direkt an der nächsten Sache am Kochen, um einfach zu zeigen, dass ich das vielleicht auf einem ganz anderen Feld auch nochmal machen kann. So, ja? Ich bin so... Ich habe irgendwann aufgehört zu complainen und ich versuche, die Leute durch Taten zu überzeugen, ja, und gar nicht so sehr so darüber zu reden. Ich bin auch so, Bro, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, alles, was man denkt, muss gesagt werden. Ich poste auch nicht so oft, wie es mir geht oder was. Ich finde das so irgendwie befremdlich. So, es ist nicht so mein Ding, so, weißt du? Ich will lieber mit so Werken, mit Aktionen die Leute begeistern, so, weißt du? Und weiterentwickeln, das ist ein, du hast es gerade von Weiterentwicklung gesprochen, das ist wirklich ein guter Ansatz, weil Weiterentwickeln ist so mein Konzept. Ich weiß nicht, manche, die mir schreiben, ey, du bist nicht mehr der Alte, dann denke ich mir, Alter, klar bin ich nicht mehr der Alte. Schade, dass du noch der Alte bist, ja? Lass es doch mal weiterentwickeln. Wir hängen doch jetzt nicht mehr an der Straßenecke, so. Wir bauen uns was auf. Ey, ich baue dich auch auf, wir bauen uns gegenseitig auf. Ich rede über meine Freunde immer nur von ihren besten Momenten. Ich messe meine Freunde und meine Bekannten immer an ihren besten Momenten, nicht an ihren niedersten Momenten, so, weißt du? Das machen nur Wichser. Darf ich ja Wichser sagen? Ja, wir sind bei der TV-Schnack. Na klar, so, ne? Darfst sagen, was du willst. Das machen nur Wichser. Leute, die dich unten halten wollen. Die erinnern dich so, musst du drauf achten, so unterschwellig immer so. Ja, weißt du, noch damals so und so, da hast du so und so, ne? Verstehst du? Der will ich gar nicht aufbauen. Abstand, will ich nichts mit zu tun haben. Gleichzeitig, also das kann ein Fan sein, das kann ein Kollege sein oder sonst was, da weiß ich, der ist nicht positiv für mich. Weißt du, das brauche ich, will ich nicht haben in meinem Leben. Weg. Immer nach vorne gehen, weiterentwickeln, auch für uns alle. Ja? Wenn ich irgendwo hingehe, ich repräsentiere Hip-Hop, ich repräsentiere komplette Culture, ich repräsentiere alle Kennex, ich repräsentiere alle mit türkischen Migrationshintergrund, alle mit jeglichen Migrationshintergrund. Und ich möchte eine proper Representation von uns haben. Ich will nicht zurück. Ich will nach vorne für uns. Ja? Ich will nicht zeigen, es ist nicht mehr so, wir sind nicht mehr Menace-Zeitalter, Digga. Wir sind in Geschäftsmann-Zeitalter. Ja? Ich drehe keine Filme über die, wie wir uns so unten sehen, ja? am untersten Rand der Gesellschaft. Nein, wir drehen Romcoms, Digga. Wir drehen Anwaltsfilme. Ja, so, weißt du, was ich meine? Wir drehen schöne Serien, so, weißt du? So, Perception is Reality. Wir müssen daran arbeiten, dass wir das nicht immer cool finden, uns unten zu zeigen, weißt du? Sondern, dass das Anstrebenswerte ist, uns hochzuheben. Ja, ja, und das ist mein Auftrag, den ich sehe. Ich will aber auch nicht die ganze Zeit drüber reden. Jetzt, weil ich mit dir sitze, rede ich drüber. Ansonsten sehe ich das nicht für nötig, das jedes Mal auf den Socials zu sagen, sondern ich mache lieber das und denen es auffällt, denen fällt es auf. Es ist auch ein Unterschied, ob man zu etwas gefragt wird oder gebeten wird, sich zu etwas zu äußern, als sein Handy zu nehmen und sich selber ständig zu interviewen. Ne? Ja. Ich bin da ähnlich. Tut mir auch extrem schwer, zum Beispiel Essen zu posten oder
schöne Momente zu zelebrieren in der Öffentlichkeit, weil ich mir denke, es gibt so viele Menschen, die das gar nicht haben. Hm. Und ich schäme mich dann eher so ein bisschen. Was vielleicht auch ein bisschen blöd ist, wenn man vielleicht irgendwie in der Industrie wachsen will, die, keine Ahnung, die sich davon ernährt und davon zehrt und lebt so. Aber ich schaffe das nicht. Empfindest du in der Rap-Szene oder in deiner Karriere in dieser Hip-Hop-Welt noch sowas wie moralische Werte, ethische Aspekte? Weil, guck mal, du sitzt hier und redest von sehr klugen Dingen, wie man es schafft, seinen Kreis vernünftig zu halten, wie man seiner Entwicklung nachgeht, vielleicht auch Mentoren sucht und sich weiterentwickelt und so. Aber das ist ja nichts von, was jetzt von heute auf morgen in deinen Kopf gekommen ist. Das ist ja ein ewig langer Prozess mit Sicherheit. Oh ja. Weil du hast ja die Fehler gemacht, die man in der Öffentlichkeit dann auch sehen konnte, wo man jetzt sagen kann, was ist ein Fehler und was ist eine wichtige Erfahrung. So. Aber was würdest du sagen, so wie ist dein Eindruck auf dieses Ganze sich entwickeln, erwachsen werden, vielleicht auch ein anderer Mensch werden, der man früher war? Wie schafft man das? Wie hast du das geschafft? Das ist eine Entwicklung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist. Es ist, denke ich, ich bin davon überzeugt, dass es besser ist. Es ist eine bessere Einstellung zum Leben, eine gesündere Einstellung einfach. Vielleicht sollte man ganz klein erst mal anfangen. Mit dem Körper und dem Geist gesund sein, so gucken, was fehlt mir. Fehlt mir irgendwas? So, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. So, ja. Künstlerproblem ist auch immer, man hat ein Loch in sich, weil sonst wird man kein Künstler. Weißt du, das, was man dann schreibt und so, das ist ja immer um irgendwas zu stillen, was in dir ist. So, was ist dieses Loch eigentlich? Weißt du, das mal vielleicht zu analysieren. Viele geben sich Drogen oder viele, weiß ich nicht, machen ungesunde Sachen, so unkonstruktive Sachen, eben nur um dieses Loch zu füllen. Ich hatte das auch. Ich habe jahrelang gekifft. Warum? Ich war berühmt und so weiter. Irgendwas scheint mir ja gefehlt zu haben. Warum mache ich das die ganze Zeit? Ich habe das ja nicht gemacht als Zelebrierung mal am Sonntag irgendwie. Genussmittel so. Ja, sondern ja. Ich habe mir das so richtig geballert. Gib ihm, ja. Ja, warum? Da scheint ja irgendwas in mir gewesen zu sein, was ich damit gestillt habe. So, und das dem Ganzen näher zu kommen, weißt du, das zu analysieren, das braucht erstmal lange. Ne? Ich sehe das manchmal bei den Jungs und Mädels, wenn ich mal etwas sehe von so Newcomern und die sind erfolgreich und so, ich kann so, hoffe ich, ganz gut analysieren, wie die sich verhalten, wer dabei ist, was ist das für ein Kreis, weißt du, ist das nötig? Ich würde da so wirklich stiefmütterlich so dahin gehen, was macht der denn da eigentlich für dich? Nix, okay, du gehst mal raus. So, ist das hier gesund? Nee. Du willst so lange leben? Scheiß mal da drauf. Weißt du? Ich kann ja nichts anderes außer meine Erfahrung an die Leute weitergeben. So, ich denke, ich bin so privilegiert, Bro. Ich darf so viel, so gute Sachen erleben. Was wäre ich für ein Arsch, wenn ich das meinen Brüdern und Schwestern nicht erzählen würde? Und damit meine ich nicht nur die türkische Community, ich meine die ganze Rap-Community. So, weißt du? Du sprichst wohl vom German Dream. Ja, nehme ich genau, einen Klang auf jeden Fall so. Baby. Guck mal, weißt du, du hast ja uns den Gefallen getan oder vielleicht dir, weiß nicht, ob es dir gefallen war, aber du hast dein Leben ja von früh an sehr transparent gehalten. Ne? Alle konnten ja quasi gläsend zugucken, wie du lebst, leibst und was du machst. Und von Jahr zu Jahr hast du dich entwickelt und du hattest so viele Hater, du hattest so viele Leute, die gesagt haben, du bist der Shit, du hattest... Ich kenne keinen Rapper, der so oft so oben war und dann wieder so weit unten war wie du. Und das meine ich jetzt nicht als Diss oder so, sondern einfach als Beobachtung, als Fan, weißt du so. Und ich dachte mir oft so, woher hat der dieses Steh-auf-Menschen-Ding? So, hast du das in der Familie gesehen? Hat das Köln aus dir gemacht? War das die Street oder irgendwo musst du es ja her haben? Mhm. Was sagst du? Ich weiß nicht. Ich habe versucht, mich selber zu analysieren. Das ist einerseits das, was du am Anfang gesagt hast. Dieser, weiß nicht, ob ich das ein Komplex nennen soll, dieses Kanackending, so weißt du. Ah, warte mal, ich bin so ein bisschen unten auf der Stufe, ich muss weitermachen. Also es hat in mir was gemacht. So, ne? Es hat mich Gott sei Dank zu einem fleißigen Typen gemacht. So. Und außerdem natürlich Vorbilder musste haben. Ich habe mich an Sachen geklammert, ne? An Tupac oder keine Ahnung. Ich habe mich an Sachen, mir blieb ja nichts anderes übrig. Und das Wissen, die Gewissheit, ich wusste immer, dass ich das gut konnte, was ich mache. Das hat mich dann am Ende immer noch über die Runden kommen lassen, so weißt du. Ich muss dir aber auch sagen, meine Offenheit neuen Sachen gegenüber. Ja? Es ist nicht immer eine Stärke, wenn du so sagst, ja, der macht so und so und so, ich bleib hier, ich mach das, ich gebe mich nicht da und dafür.
bist ja nicht stark, wenn du nichts Neues probierst. Ja? Du bist im Gegenteil, du bist stark, wenn du was probierst, ja, und da drin noch erfolgreich bist. So. Und deswegen ist es so ein vermeintliches, weiß nicht, so ein toxisches Härtebild, was Hip-Hop vermittelt hat, was mir mein Rückgrat brechen wollte, ja, aber nicht geschafft hat. Ja. Und ja, on the long run, klar, ich bin jetzt da nicht objektiv, ich bin sehr subjektiv, was um meine Karriere geht, aber ich bin der Meinung, on the long run habe ich recht gehabt, so, weißt du? Denn, weil das, was ich gemacht habe, ich habe gesehen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass man mit Hip-Hop andere Sachen machen kann, dass man Leben ändern kann von Menschen, Leben berühren kann von Menschen, weißt du, was ich meine? Du kannst einen riesen Weg machen und dadurch andere inspirieren, weißt du, die aus deinem Background kommen. So. Also es ist größer als wir sind, es ist größer als jetzt nur ein 16er schreiben, weißt du, oder hier der rappt so und der rappt so. Ist ja schön und gut, so, weißt du. Aber ich habe das nie als, ja, wie gesagt, als Ende der Fahnenstange gesehen. Und ich hatte auch nie Berührungsängste mit anderen Sachen. Hm. Ich habe nie gesagt, nee, man darf damit nicht ins Fernsehen kommen. Nee, man darf damit nicht kommerziell werden. Das hat sich mir gar nicht erschlossen, so, weißt du? Und was ist heute? Ich will jetzt nicht der Klugscheißer sein, ja? Aber es war richtig. Don't shoot the messenger, ja? Vielleicht hat es einen verrückten, jungen Typen aus Mönchengladbach gebraucht, weil er sich dachte, ja, what the fuck, klar mache ich das, ja? Aber einer musste den Weg gehen, einer musste durch die Tür gehen. Was ist denn los, Digga? Wer ist denn zuerst in Viva reingekommen? Offenbar brauchten die erstmal einen soften Kenneck, ja? Wer ist in die Filmbranche reingekommen? Offenbar braucht man erstmal einen soften Kenneck, der da reingeht und das hat vermeintlich soft. Ja. Ja? Und ich, wenn ich meinen Weg drüber nachdenke, das kommt jetzt so selbstlobend, das geht jetzt schon wieder in so eine Richtung, ich will gar nicht so weiter reden, mache jetzt sofort Cut. Wenn ich schon drüber nachdenke, war der Weg, hast du recht, hart und alles andere als soft. Deswegen vielleicht, achtet vielleicht auf euch gegenseitig, was ist in deinem Herzen so? Für jeden ist der Weg anders, jeder ist ein Individuum. Ich kann nicht so einen Podcast machen, du kannst das machen, Bro, deswegen komme ich zu dir. Ja? So, und ich konnte das und das. Warum wurde das verwehrt? Warum? Was war die Intention? Es waren oftmals selfische Gründe so, weil damals waren nicht so viele Plätze in der Öffentlichkeit breit verteilt, so wie heute. Jeder hat ja eine Plattform. Mhm. Da gab es eine Plattform oder zwei. Und wenn du da drin warst, warst du eine Zielscheibe. So. Und ich hatte keine harten Typen irgendwie, die das für mich verteidigt haben oder so. Ich war da ganz alleine so. Ja. Deswegen, helft euch gegenseitig und denkt nicht daran, wenn der andere eine Idee hat, die jetzt ein bisschen out of the box ist, das direkt zu haten. So, weil vielleicht ist es genau das Ding, vielleicht ist es genau sein Ding, so, weißt du? Es gibt nicht diese eine Blaupause. Früher war es mal der war die Blaupause eines Rappers. Und alle müssen es so machen wie der. Dann war es der war die Blaupause eines Rappers. Und alle müssen es so machen wie der, sonst geht es nicht. Das ist der Traum. Ja, sonst geht. Fuck it, Alter. Ich habe meinen eigenen Traum. Der ist auch noch nicht ausgeträumt. Ich habe immer noch andere Träume. Die Leute sagen, was, du bist nicht mehr da, dabei in diesem Circle und so weiter. Bin ich auch nicht, weil es nicht mehr, den Traum hatte ich ja schon, habe ich ja schon gemacht. Ich mache jetzt einen anderen Traum. Voll. Ne? Und da mache ich auch noch mit. Ich setze mal hier und da einen Akzent, aber es ist nicht mehr ein Bedürfnis, da ständig da drin zu sein, so, weißt du, nur wenn ich was machen will. Ne? Naja, ich will jetzt nicht so, ich will mich nicht loben, versteh mich nicht falsch, ich möchte andere Leute inspirieren, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen. Ja. Du weißt, was ich meine? Weil du weißt nicht, wo der Weg hinführt. Ja, das und also ich gebe dir da gerne direktes Feedback. Du schmierst dir nicht selber Honig ums Maul. Du erzählst einfach von dem, was du erlebt hast, auf die Frage von mir. Und das finde ich wichtig, weil du kommst auch aus einer Szene, wo es gar nicht so einfach ist, man selbst zu sein und das zu machen, was man will. Zum Beispiel wurde dir, ich glaube, eine ganze Karriere lang immer wieder vorgeworfen, du hast dich verkauft, du bist doch Straße, jetzt machst du das. Wie kannst du nur als G sowas machen? Wie kannst du Abrechnungen veröffentlichen und dann den Track mit dem machen? Weißt du, wie ich meine? Und ich kenn heutzutage niemanden mehr, wo man auf die Idee kommen würde zu sagen, was, du hast gestern ein Gangster-Trap-Lied gemacht und heute arbeitest du mit 4 Marks Y zu. Heute ist so voll normal, weißt du? Deswegen musstest du halt durch eine Schule raus. Und wie reagierst du darauf, wenn ich dich darauf anspreche und sage, ey, Bro, warst du nicht dieser krasse Straßenrapper und heute machst du Müllermilch-Eidern? Ich habe immer mein Herz auf der Zunge gehabt und immer, weiß ich nicht, den Weg gegangen, der aus mir rauskam.
wie du selber gesagt hast, ich habe wie vor so einem gläsernen Vorhang bin ich aufgewachsen. Ich hatte gar keine Geheimnisse. Ja? Was war denn dazwischen? Da war irgendwie das Image zu wahren. Es gab eine Zeit, da waren Kunstfiguren sozusagen in. Also ich war nie eine Kunstfigur, Digga. Ne? Am Anfang meiner Karriere war ich so ein bisschen die überspitzte Version meiner selbst. Mhm. Ne? Könnte man ein bisschen als Kunstfigur bezeichnen, aber es war trotzdem relativ nah. Es war immer das, was ich gefühlt habe. Ja. Du kannst jedes Album nebeneinander tun und sagen, okay, da hatte das durchgemacht, da war der hier. Da. Es war 1:1, Digga. Es war der Real Shit. Ja? Es war der Real Shit. Und das Konzept der Kunstfigur, gibt's das heute noch? Auch nur im Maßen so, ne? Gibt mal hier und da so Highlights, aber gar nicht mehr so wie vorher. Jetzt ist der Real Shit, oder? Mhm. So, die Leute sind nah an dir dran, ja. Ne? Wenn du, die sehen dich durch Social Media ständig. So, das war auch mein Glück im Unglück, weil einerseits war ich total entsetzt, als auf einmal Internet das neue Medium war, weißt du, weil meine ganzen Plattformen fielen weg, wie eben Bravo und Viva. Andererseits, nachdem ich mich dran gewöhnt habe, habe ich es genossen, weil das war mein neues Erfolgsrezept und das hat mich dann bis heute kommen lassen, zu sagen, ey, jetzt können mich die Leute wirklich sehen. Ich kann direkt, weißt du, die haben direkt einen Draht zu mir so. Keiner, da ist kein Gatekeeper, der sagt, nee, der ist so und so, der darf hier nicht mitmachen oder so. Nein, der kann direkt zu dir so, weißt du, und sieht, ey, du bist doch ganz korrekt, so, weißt du. Naja, das wollte ich nur sagen. Ich habe es war nie ein Kunstprojekt. Ne, Echo Fresh, das ist ja bis heute so. Wenn ich was poste und sage, ey Jungs, ich habe, oder Mädels, ne, sorry, ich will keinen ausschließen, ey, ich habe das und das jetzt gemacht, ich habe einen Film gedreht, ey cool, ne? Also ist ja bis heute so, weißt du, so, ich lasse die Leute live daran teilhaben, an meiner Suche oder an meinen Versuch, meinen Traum zu verwirklichen. Und das war wirklich von Anfang bis jetzt, war das einfach so, weißt du? Ja. Also ein bisschen wie so ein Experimentierkasten durchs Leben, ne? Weil, ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die dir gesagt haben, was du werden sollst, bestimmt sehr früh da waren, weil sie gemerkt haben, mit dir kann man bestimmt Geld verdienen, ne? Und vielleicht auch mehr als üblich. Und ich will nicht wissen, wie viele Schablonen man versucht hat, dich zu pressen. Mhm. Wenn man aber sich heute anguckt, was du alles gemacht hast, und ich rede jetzt nicht von Kollaboration mit Marken oder sowas, ich rede jetzt einfach von deinem Werdegang als Mensch, dann kann man, würde ich sagen, kann man den erfolgreichen Artist, das Rapper, also den Rapper zu einer Seite tun. Und dann einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der ich finde, der ein bisschen zu kurz kommt bei dir, des Schreibens, ja, also des Songwritings einfach, ne? Ich habe Interviews von dir gesehen und habe mich ein bisschen schlau gemacht und so. Und ich finde, der Punkt kommt immer ein bisschen zu kurz, weil du hast nicht mal einen Text geschrieben für irgendwen und dann wieder nicht so. Du hast ja die erfolgreichsten Alben in Deutschrap teilweise geschrieben, teilweise mitgewirkt oder man kann es nennen, wie man will so. Was geht denn da ab? Wie kam das? Wie hat das für dich begonnen? Ich glaube, dass man einfach so von der Schreibweise her, auch eben, weil ich ein Nerd eigentlich war, eben so wie Big Pun und Leute studiert habe richtig, weißt du, ich war ja ein Nerd so richtig, ich war ein Rap-Fan, ich habe gelebt und geliebt immer noch, aber damals noch mehr, ich habe dafür gelebt und mir das irgendwie angeeignet, da eine fortschrittliche Technik zu haben so und zu wissen, wie das geht, ja, und es ist mir auch sehr leicht gefallen, muss ich dir sagen, von Anfang an, und ich glaube, das hat viel dann auch mit dem Auge zu tun gehabt, worüber wir gerade geredet haben, weißt du? Weil ich glaube, das hat manche beleidigt, wie leicht es mir eigentlich fiel. Und ich habe die Sachen damals so rausgehauen, so, weißt du? Ich habe nicht nur, ach, und ich habe noch für meine Freundin damals auch noch ein Album geschrieben und für den und das, hier, bitte, bitteschön. Und irgendwie hatte ich eine Idee davon, so muss ein Song sein, so ist das aufgebaut, so sind die Rhymes und dieses Konzept von Doppelreim, das wird jetzt alles sehr technisch. Das ist wie so ein Trick, der mein Leben verändert hat, der mir meinen Arsch gerettet hat sozusagen. Ne? Weil wenn du das gut machst, hört sich das jedes Mal so fresh an. So, ne? Jeder Doppelreim, so, der gut gesetzt ist und eine gute Punch hat, so, da lächeln ja die Leute oder denken, wow, cool oder so. Ne? Ja, und das ist so ein Konzept, das, weiß nicht, habe ich jetzt nicht reingebracht, aber ich habe es mitgemacht und ja, und wurde auch häufig als Schreiber dann genommen, was ich eigentlich ganz cool finde bis heute. Gut, über die Rap-Sachen wollen die Leute meistens nicht reden. Ich respektiere sowas auch, weil es ist ja letztendlich eine, weiß ich nicht, eine Dienstleistung, die du gemacht hast, ja. Und dann, wenn er das nicht will, die Leute, ja, dann wollen sie es halt nicht. Mhm. Aber ich habe ja auch Pop-Sachen geschrieben, sei es
sei es Yvonne Katterfeld oder Pietro Lombardi oder viele Sachen. Ja? Und es ist ein Aspekt von dem Game, der mir schon früh gefallen hat. Das war ja damals auch schon zu krass für manche. Ey, wie kannst du für Yvonne Katterfeld schreiben? Jetzt würden sich die Leute den Kopf einhauen, damit sie bei Helene Fischer auf die GEMA-Karte kommen. So, weißt du, was ich meine? So, ich habe nie gedacht, es geht nur so weit. Sky is the limit. Ich habe immer das Volumen, das ganze Volumen gesehen. Es gab auch schon anfängliche Andeutungen von so Endorsement-Deals. Ich weiß noch, wir haben von Harlem Globetrotters irgendwie den Vertreter kennengelernt. Ich habe mit dem gequatscht und so. Als junger Typ, so, weißt du? Krass. Und habe den gesagt, ey, weißt du was, ich ziehe das im Video an, kannst du mir nicht ein Paket schicken und so. So wie das heute ist. So. Also das heißt, es gibt auch so eine Karte von mir. Das ist so eine Telekom-Karte. Ne? Da bin ich damals mit Valeska drauf gewesen, weil da gerade das LOVI-Album rauskam. Also irgendwie so ein Tarif von Telekom, dann musstest du den Code eintippen und so, dann hast du es irgendwie, weiß nicht, günstiger oder so oder ein Lied gekriegt von Telekom. Weißt du, Digga, weißt du, das war schon der Style, bevor es den Style gab, so, weißt du, diese Transaktion. Rapper können auch für mehr stehen, so. Ich kann nichts dafür und damit will ich keinen dissen, dass das, wo viele Kollegen für stehen, Bullshit ist. Die sind genauso bekannt wie ich. Mach doch auch. Nee, kannst du nicht. Warum? Weil das, wofür du stehst, ist nicht richtig. Du musst es regulieren, Digga. Weißt du, ist ja gut, aber regulier mal. Es kann ja nicht sein, dass wir nur für Bullshit stehen. Wir müssen für einen Fortschritt stehen. Wir müssen für das Gute stehen im Menschen. Wir müssen an die guten Sachen im Mensch appellieren, so, weißt du, und nicht an die schlechten Sachen. So kommt eins zum anderen, so, ja. Aber ich will jetzt hier nicht mein Game sagen. The Game ist to be sold, not to be told. Deswegen gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein und gebe jetzt nicht anderen Tipps, aber ich kann nichts dafür. Es ist mein Weg. So, ey, Leute, die auch motivierende Botschaft haben, können den gewiss auch gehen. Ich kann mich jeder anrufen, gebe ich Tipps, kein Problem. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, so während du das erzählt hast, ich muss gerade überlegen, wie ich das Kapitel anfange oder formuliere, ohne dieses Gefühl zu geben, so ich will irgendwie was Schlechtes andeuten. Fangen wir es mal so an mit aktuellen Geschehnissen. Ich habe das Songwriting-Ding angeschrieben, erstens, weil ich deine Erfahrung hören wollte und zweitens, weil vor wenigen Tagen eine Erzählung rausgekommen ist über eine Geschichte, wo du mit involviert warst und ich habe ehrlich gesagt nicht glauben können, was ich da höre. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der Arafat hat von dir erzählt, ja, in der Öffentlichkeit. Und dann ging es um eine Songwriting-Geschichte, dass du irgendwie deinem Geld hinterherlaufen musstest. Ja. Und da habe ich mich gefragt, so ist das so ein bisschen wie mit Beat-Produzenten, auch Songwriter, die so quasi zwar dafür verantwortlich sind, dass das Gesamtprodukt am Ende des Tages steht, aber dass eigentlich die gar nicht ihr Hack kriegen, so, weißt du? Mhm. Und da möchte ich dich fragen, hast du dich als Songwriter für in gewissen Situationen irgendwie erniedrigt gefühlt oder hast du dir gedacht, ey, ich habe doch auch ein Ego, ich bin doch auch ein Mann, wie kannst du nur so mit mir umgehen oder wie hast du es mit dir gehandelt, auch als Rapper, der du damals natürlich warst? Okay, also zunächst einmal möchte ich sagen, die Jungs arbeiten ihre Vergangenheit auf. Jetzt ist es auf den Zeitpunkt gekommen, dass sie es öffentlich machen. Finde ich auch okay, weil vielleicht gehört das dazu, Sachen zu bewältigen, ne, indem man das aufarbeitet. Weißt du? Trotzdem ist es gerade nicht mein Fokus, gerade diese Zeit jetzt, warum soll ich das jetzt aufarbeiten? Damit habe ich schon innerlich abgeschlossen, was nicht heißt, dass ich die nicht mag. Ich habe für jeden von denen Platz in meinem Herzen, so, weißt du, weil wir haben auch sehr schöne Zeiten gehabt. Und um da den Bogen zu kriegen, ich würde sagen, es kann sein, dass irgendwie der Nerd in der Klasse oder der Schlaue in der Klasse manchmal hinten sitzen muss, so, weißt du. Aber wenn es drauf ankommt, wird er dann halt gebraucht, so, weißt du. Und auch hier wieder einfach nur motivieren kann ich Jungs sagen, die vielleicht in Camps sind, die vielleicht das Brain von den Camps sind, so, klar, nehmt euch euer Hack, so, weißt du, steht für euch ein und sagt, ey, okay, ich schreibe dir das, aber dann bin ich auch auf der Single drauf oder sonst was. Ja. Ich kann allen Brüdern und Schwestern einfach nur, weiß nicht, Stärke geben und
Was anderes kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber es ist einfach nicht so mein Ding, diese Sachen zu kommentieren. Manche, die mir sagen, ja, du bist nicht mehr der Alte, warum spielst du nicht mit? Und so. Manche schreiben mir schon so wie Mitleid, so, hey, schade, dass du das so nicht machst. Und so, weißt du? Wo ich mir denke, Digga, also du, ich würde damit schon schreien in dem Moment. Bro, weißt du, dass es mir besser geht als jemals in meinem Leben zuvor? Hm. Dann denke ich mir, nein, nein, es scheint auch Teil dessen zu sein, dass ich halt dann sowas dann einfach mal schlucken muss und sagen, okay, wenn du denkst, ich bin ein Spaß, okay, alles klar, Bro, viel Glück in dein Leben. Ich kann nur Positives geben, ich gebe nichts Negatives. Ich könnte doch auch jeden Tag ein Hochkant-Video machen, gucken, was ist das Neueste bei TV Straßensound. Also Tupac hat Biggie gesagt, leck mich am Arsch, okay, dann mach mal an. Ey, ich wollte euch mal sagen, hier, dass Tupac Biggie gesagt hat, leck mich am Arsch, das finde ich nicht gut, weil damals habe ich erlebt, dass er so und so gemacht hat. Weiß ich doch, mit meinem Background, mit meinen Insights, was ich habe, könnte ich auch jeden Driss kommentieren, so, ja? Das glaube ich halt es auch, ja. Es ist eine Entscheidung. Diese Sachen hätten doch auch nach einer Zeit Algorithmus und bla, und hätten nach einer Zeit, keine Ahnung, in 100.000er Bereichen Aufrufe. Hm. Warum mache ich das nicht? Ich bin ja nicht blöd. Es ist eine Entscheidung. Ja, vor allem, wenn du so Steilvorlagen kriegst, weißt du? Ich meine, guck mal, da sitzen Menschen, die reden über dich in der Öffentlichkeit, über dein Verhalten, über Business, ne? Da ging es ja auch um Bushido, bla bla bla. Du hättest ja locker auch sagen können, ey, ich möchte auch Partei ergreifen und nicht nur auf das Thema, sondern du könntest ja auch einen ganz anderen Weg gehen, weil du hast so viel Knowledge, du hast so viel gesehen schon in deinem Leben. Warum entscheidest du dich dafür, der Ruhige zu sein? Es ist nicht der Ruhige. Es ist nicht der Ruhige. Pass auf, es ist eine Entscheidung. Ich will nicht jeden Tag in eurem Leben vorkommen. Ich muss euch nicht jeden Tag erinnern, dass es mich gibt. Will ich gar nicht. Ja? Warum? Dieses runterscrollen, ey, nochmal. Nein. Ich habe eine Entscheidung in meinem Leben getroffen. Ich komme 3-4 Mal, vielleicht 5-6 Mal im Jahr vor, aber mit konstruktiven Sachen, mit Sachen, wo ich mir was bei gedacht habe, mit Sachen, wo du vielleicht denkst, wow, ey, da hat er wieder eingebracht. Wow, wie hat er das denn jetzt gemacht? Ich möchte meine Taten sprechen lassen und nicht die ganze Zeit mitmischen. Brauche ich nicht. Hm. Ich brauche es nicht. Also von Nerven auch, aber auch von meiner Einstellung her nicht. Ja? Plus, da kommt wieder dieses Ding. Wir sind nicht mehr Minister Society. Bro, alles, was ich mache, wird uns, und damit meine ich uns alle mit der Hip-Hop-Community, aber vor allem uns als Migranten, in ein gutes Licht dastehen lassen. Ich bin nicht perfekt. Ich gehe auch falsche Schritte, aber ich gehe meine Schritte. Ja? Ich probiere Sachen. Woher weißt du, ob das klappt, ob wir das nicht geschafft hätten, wenn du es nicht probiert hättest? Ja? Bro, Gott segne alle. Ich will gar nicht darauf hinaus, jemandem zu sagen, ja, du machst das falsch. Jeder muss das für sich wissen. Ich gehe nur nach vorne. Für mich gibt es nur die Richtung nach vorne. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Doku oder so. Da können wir uns alle mal Abend hinsetzen und auch mal nach hinten schauen. In meinem Leben gibt es das nicht. Ich habe gar nicht die Zeit dafür. Weiter, nächstes Projekt, weiter. Und ich möchte lieber Akzente setzen und die Leute mit meinen Projekten begeistern. Ja? Der Erfolg an sich wird dann schon zum Statement. Ja? Und das ist mein Ziel, weißt du? Und nicht nur der Erfolg für mich als Person. Scheiß auf mich, Bro. Ich brauche gar nichts. Guck mal, ich habe keine Rolle. Ich habe nur meinen Ehering. Mich interessiert das gar nicht. Ich ziehe meinen Hip-Hop-Stuff wieder an. Mich interessiert das gar nicht. Ich brauche nicht diesen Erfolg. Ich meine den Erfolg, etwas zu erringen. Etwas irgendwo hinzugehen, wo man vorher nicht war. Weißt du? Und das ist mein Ziel, Bro. Das ist für dieses Jahr vielleicht der Film, was ich gemacht habe. Ja? Die Glücksspieler ist auf ARD. Kommt dreimal jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. Ich weiß nicht, ob ein Rapper das schon mal gemacht hat. Brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen. Ich will nicht braggen. Nächstes Ding, nächstes Thema, nächste Errungenschaft. Wir machen hier, habe ich dir mitgebracht. Kannst du gerne probieren. Ist super lecker. Ja? Ein Produkt rausbringen im Supermarkt, haben schon ein paar gemacht. Jetzt bin ich den Schritt gegangen, habe etwas, um unseren Background zu repräsentieren. Ja? So, was hätten unsere Großeltern gedacht, was bist du, dritte Generation? Ja. Ja. Leben deine Großeltern noch, wenn ich fragen darf? Nur die Omas. Ja, bei mir genauso. Ja. Der Opa ist gekommen zur Arbeit, nehme ich an, ne? Ja, mehr oder weniger. Ja. So, der hätte ja nicht gewusst, dass es einmal möglich ist,
dass mal seine Enkel ja, hier sitzen und über Produkt reden, so. Ja, von ja. unserem Background, ja, ja, was es hier im deutschen Supermarkt zu kaufen gibt. Ja. Hätte er nicht gedacht, oder? So, das ist, was ich meine. Das treibt mich an. Ja. Hip-Hop auch, aber nur das, was mich motiviert. Ich war vorhin, wie gesagt, beim Rewe und ich habe zu der Frau, die da gearbeitet, gesagt, Entschuldigung, wissen Sie, wo der Eidan von Echo steht? Dann hat sie mich angeguckt und hat, glaube ich, gedacht, ich rede Chinesisch oder so. Aber ich bin wirklich darauf sehr stolz. Ja? Nicht wegen dem Getränk, sondern wegen der History, die dahinter steckt. Weißt du, es ist ein uns türkischstämmige repräsentierendes Getränk und das zu sehen und zu wissen, ey, ein Bro von uns hat das geschafft. Ich bin jemand, der absolut gönnt, wenn dahinter Leidenschaft und Liebe steckt, vor allem. Und das ist mega. Also Freunde, Aydan ist am Start. Das hat Can gedreht. Hm. Mein Kameramann hat hat das Ding gedreht. Geil. Ja, meine Frau hat da kommen jetzt so Sketch raus, meine Frau hat mitgemacht, ein paar Kumpels von mir haben mitgemacht. Es ist in der Hood geblieben, es ist bei uns geblieben. Das ist, was mega. Ich sage. Das ist, was ich sage. Ja. Wir produzieren das. Ja, wir müssen produzieren, wir müssen, es ehrt mich, wenn ich sehe, dass wenn Leute, Regisseure, Produzenten und so weiter, das will ich hören, das will ich nach vorne treiben. Ich weiß, das ist nicht so Reibungspunkt, das ist nicht so polarisierend, es ist mir bewusst, um mal jetzt diese Frage wieder den Bogen zurück, ist mir bewusst, da gibt nicht 3 Millionen Klicks, da gibt vielleicht 30.000 oder 300.000, aber dafür, es ist doch wichtiger, wofür es steht. Verdammt nochmal. Ja, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir. Ich habe die Doku trotzdem gerne sehen, weil der Mensch irgendwo auch so ein bisschen schaulustig ist und so. Aber ich respektiere natürlich auch deinen Werdegang und deine Wandlung auch, zu sagen, ey, das ist das eine und das ist das andere. Und es ist ehrlich gesagt auch mal erfrischend, einen Artist am Tisch zu haben, der vielleicht auch mal einen anderen Weg gehen will und nicht ständig stattfinden will und vor allem guckt, womit er stattfinden will. Ne? Dieser Stream von Arafat über das Thema, wo es um dich ging und so, davon wird es wahrscheinlich noch einen Haufen geben von anderen Leuten, wo es immer wieder um dich gehen wird. Aber die Quintessenz daraus ist, was ich sehe, ist, wie vielschichtig du einfach warst und vielleicht auch noch sein wirst und im Hintergrund, was du alles schon erlebt hast. Also hast du schon mal ein Buch geschrieben? Nee. Also vielleicht ein Appell von mir. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, an einem gemütlichen Sommertag dein Buch zu lesen mit den ganzen Insidern und dazu einen schönen kalten Eidan zu trinken, wäre vielleicht eine interessante Kombi. Wenn ich eins schreibe, hat das wahrscheinlich auch was mit der Integration zu tun, mit der Motivation zu tun und so weiter, Sachen, die ich rüberbringen will. Vielleicht hat das dann auch ein paar Hip-Hop-Aspekte durch Beispiele, anhand von Beispielen natürlich. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Buch über meine Karriere so 1:1, dieses Standardbuch mache, weil das habe ich ein bisschen bei 700 Bars schon gemacht zum Beispiel. Und dafür rappe ich zu viel, dafür wissen die Leute schon zu viel, was ich gemacht habe. Ich hatte ja nie dieses Image vom Dealer zum Star, das war ja nie mein Ding. So, ne? Ja. So, und vielen Dank, dass du das sagst, Bro. Vielen Dank. Ich kann dir nicht genug danken, wie nett du zu mir bist in diesem Podcast. Mir fällt jetzt eine Sache noch dazu ein, dieses Künstlerding zu haben, diese Frage in sich zu haben, ne? Dazu zu trachten, irgendwas zu finden, was einen erfüllt. Als ich damals so jung war, der Mensch trachtet meist zunächst nach finanzieller Unabhängigkeit im Leben, wenn er, also so Yuvayel Kurmak, weißt du, seine Hütte aufbauen, weißt du, so, wenn man von Steinzeitmenschen jetzt ausgeht. Die Sicherheit, die man dadurch hat auch, ja. Genau, wenn er das dann hat, das zweite ist dann Selbstverwirklichung, ne? Weil der hat jetzt dann schon, was ist, da gibt es ja gar nichts Höheres mehr, ja, deswegen siehst du so Leute, weiß nicht, die Rapper, die schon alles haben, die gehen dann irgendwo, die fotografieren sich mit Fußballern, oder weißt du, so das, was die so im Kopf haben, so was ihre Selbstverwirklichung dann ist. Jetzt stell dir mal vor, ich hatte durch diesen frühen Stardom so schon direkt mit 16 irgendwie diese Selbstverwirklichung, volle Kanne so. Ja, Mann. Weißt du, so, da ist was nicht richtig eingestellt. Ja. Deswegen habe ich die ganze Zeit wahrscheinlich gekifft, so, weil ich das musste erstmal wieder. Weißt du? Ja, kompensieren, ne? Ja, kompensieren. Ja. Und andererseits wiederum, und das ist jetzt zu der letzten Frage nochmal vielleicht abschließend, hatte ich das andere nicht richtig. Weißt du, ich war ein Champion im Rap oder im Star sein oder so, aber ich war kein Champion im Leben. Hm. Das musste ich mir erstmal beibringen.
hat mir ja keiner beigebracht. Daddy war nicht da. Familie, die nah, die hatten nie ansatzweise irgendjemand sowas erlebt. Wer sollte mir da helfen? Geschweige denn, ich war gar nicht offen für, ich war total beratungsresistent in der Phase. So, große Brüderfiguren, die ich in meinem Leben gesucht habe, vielleicht auch um dieses Loch zu füllen als Input, so, immer mich enttäuscht oder nicht verstanden. Ich will nicht so einseitig sein. Nicht verstanden. Wieder hingegangen, wieder nicht verstanden. In meinem Leben war ich kein Winner. Ich musste meinen Shit auf die Reihe kriegen. Ja, ich musste meine Finanzen auf die Reihe kriegen. Ich musste das Ganze eben sehen, und das bringt mich jetzt wieder zu der allerersten Frage, wo du mich gefragt hast, was wolltest du eigentlich? Ja, ich wollte Star sein, aber ich wusste nicht, dass man, um Star zu bleiben, so ein Fundament braucht und auch andere Knowledge braucht, ja, als nur, ey, so wie die im Video sind, so will ich sein. Ja? Mhm. Solche Tage habe ich erlebt, ohne Ende. Aber die Tage hören noch auf, Mann. Die Drehs hören noch auf, die Partys hören noch auf. Dann kommst du trotzdem nach Hause, weißt du? Und dieses Gefühl zu haben, irgendwie berühmt zu sein und trotzdem nichts zu haben, das ist ekelhaft, ja. Und das hatte ich mir geschworen, nie wieder erleben zu müssen. Und deswegen bin ich gerannt, Digga, und gerannt. Und das hast du mich, glaube ich, auch gefragt. Ich glaube, da kam auch die Motivation her, weiterzumachen. Und irgendwie ist das bei mir zum Muster geworden, dieses Weitermachen. Und ich mache das jetzt, obwohl ich hoffentlich mein Leben jetzt auf die Reihe gekriegt habe, mache ich es trotzdem weiter. Weißt du, weil jetzt interessiert mich das nicht mehr. Ich habe jetzt, Gott sei Dank, mir geht's super, aber das interessiert mich auch nicht mehr. Wie ich eben sage, ich hole mir keine Sachen. Das interessiert mich nicht. Ich esse gerne schön. Ja, wir können mal einen Tag mal was essen gehen. Ja? Gerne. Auf meinen Nacken. Gerne. Das finde ich gut, weil es so was Gesellschaftliches hat. Man macht mal eine Pause, man unterhält sich und so. Aber diesen Rausch, sich mit so einem Auto oder so einer Kette oder so, das interessiert mich einfach nicht. Mich interessiert immer nur die nächste Sache, Sachen auf die Beine zu stellen. Das ist das Einzige, was mich geil macht. Wahrscheinlich, weil du das halt schon hattest, ne? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Wenn du sagst, du blickst immer nach vorne, du willst immer nach vorne, du rennst und rennst und willst einfach immer die nächsten Steps erreichen, hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob du vielleicht auch vor dir oder etwas wegrennst? Das ist interessant, ja, das ist eine gute Frage jetzt. Ja, Chapeau. ich weiß nicht, ob ich wegrenne, weil ich habe einen Anker jetzt und ich habe ein Ufer jetzt. Ich glaube, das ist die richtige Antwort darauf. Dieses Loch, was in mir war, ich kiff ja nicht mehr. Ich mache auch keine exzessiven Partys. Ich mache auch keine, hoffentlich keine großen Fehlschritte, so, weißt du, dass man denkt, was ist mit dem los oder so. Warum? Dieses Loch, was ich eben in mir hatte, das hat bei mir meine Familie gestillt. Und das war das, was mir gefehlt hat. Ne? Frau, Kind, auf einmal, ah, okay, das habe ich gebraucht die ganze Zeit. Das hat mir auf jeglicher Basis geholfen. Ich weiß, in der Hip-Hop-Szene, manche haben das am Anfang nicht gepeilt. Das hat mir auf jeglicher Basis geholfen. Eine Frau, die du hast, die deine Löwin ist, die steht für dich ein und die trichtert dir ein, wenn du vielleicht auch nicht so ein Typ dafür bist, der so konfrontativ ist, dass du wirst von alleine so, wie Jäger, sind wir wieder bei Steinzeitmenschen, wie so einer mit einem Speer. Warte mal, das ist hier mein Haus. Was? Du kommst hier nicht rein. Nee, du, von dir kriege ich noch was. Gib mal her, alles klar. So, verstehst du? Dadurch wirst du Jäger. Das hat mir in meinem Geschäftsleben total geholfen, aber besonders in meinem Mental, in meiner mentalen Verfassung hat mich ausgeglichen. Ich bin immer noch nicht perfekt. Ich habe auch meine Rückschritte, aber ich diskutiere. Ich habe jemanden, mit dem ich darüber rede. Das ist meine Frau. Also so, jetzt machen wir das, aber wir wohnen ja nicht zusammen, weißt du? Nee. Das ist meine Frau, die gibt mir das Feedback, was ich brauche. Und der Kleine, Digga. Der Kleine, ey, das ist so, ich kann dir nicht beschreiben, wie da mein Herz aufgeht. So. Wenn ich, sobald ich aus dem, das ist zwar, hört sich an wie ein Klischee, weil es jeder sagt, aber ich kann es nur sagen, es ist wirklich so. Ich gehe aus der Tür raus, auch wenn ich erstmal denke, oh, endlich, ich will raus, ich will mal meine Ruhe haben oder so. Ey, ich bin 10 Minuten unterwegs, dann fällt der mir ein. So, was würde der jetzt sagen? Dann rufe ich zu Hause an. Hey, was machst du so? Weißt du, gerade erst rausgegangen, so, weißt du? Echt? Und ja, das war das, was ich vielleicht am Anfang gebraucht habe, aber nicht wusste, dass ich das gebraucht habe. Ja, und das, ich kann nur jedem raten, einen starken Familienbezug, eine coole Bindung einzugehen. Und Kinder, vor allem Kinder, die bringen dir Glück, ja, weil die machen dich automatisch dazu, die bessere Version von dir zu sein. Hm. Weil du musst dem vorleben. Du musst für den sorgen
Weißt du, was ich meine? Du willst dir nie von niemandem sagen lassen, dass du das nicht gut machst. Ja. Das heißt, du wirst automatisch wie die Superhelden-Version von dir, so, weißt du? Und deswegen, ich kann das nur jedem empfehlen, in einem gewissen Alter natürlich, ne, wo das passt. Und das hat mir mein Leben verändert. Ist vielleicht auch das, was du immer gesucht hast, was du nicht hattest, wenn du sagst, dein Dad war vielleicht nicht da, wo du ihn hättest brauchen können. Wenn du sagst, hey, wer waren eigentlich meine Mentoren oder wo hatte ich eigentlich Rückenwind und du warst beratungsresistent, ja, vielleicht ist das, vielleicht bist du heute der Vater, den du immer haben wolltest für dein Kind, weißt du? Ich habe eigentlich keine Privatsphäre gehabt, wenn ich das jetzt im Nachhinein mich analysiert habe und war immer für jeden ansprechbar und vor allen Dingen, ich war immer Echo irgendwie, weißt du, mich kennen ja nur meine Schulfreunde, als ich noch nicht Echo war, ja, danach war es ja schon so, es war ja mit 16, 17, das heißt, es ist, macht schon was psychisch mit dir, wenn die Leute dich immer nur so als so eine Figur sehen oder als, weißt du, oder als Stolperstein oder als einen, der irgendwie, in dem sie sich was versprechen oder sonst was oder in den sie was reinprojizieren. Du bist ja trotzdem ein Mensch, du hast ja trotzdem deine Phasen, deine Sachen. Mit wem redest du denn dann darüber? Weißt du, gibt ja dann keinen. Höchstens Leute, die das auch machen und das klappt oft nicht. Ne? Nicht nur bei mir nicht, das klappt eigentlich nie. Wenn wir jetzt die Rap, ja, da sind wir wieder bei den Rappern so. Du siehst ja, wenn zwei die gleichen Interessen haben, klappt das eigentlich nicht. Es kann eine Art Zweckgemeinschaft sein, die auch wirklich gut sein kann. Die kann auch lange irgendwie gedeihen so, weißt, und immer wieder mal aufblitzen. Aber so richtig, richtig zusammen hat sich ja fast immer wieder bewiesen, das klappt nicht. Hm. Weil zwei wollen das Gleiche. So. Deswegen, auch da war kein Vertrauen da. Wem soll ich mich da anvertrauen? Alles wird gegen einen irgendwie benutzt sozusagen. Ja? Das stimmt ja. Endet im schlimmsten Fall in irgendwelchen Songs und so, ja. Naja, und in so ein Environment durfte ich mich überhaupt nicht reinlassen, weil ich war viel zu herzlich dafür. Ich möchte mich Gott weiß nicht selber loben, das liegt mir fern. Ich war nicht eiskalt genug dafür, da immer die Fresse zu halten und so, gar nicht zu sagen, was deine Intentionen sind und sowas so. Das konnte ich nicht, so weißt du, ich war immer mit dem Herz auf der Zunge, so weißt du. Und deswegen, ja, kann sein, dass man dann hier und da ausgetrickst wurde, aber später wusste man es besser. Mhm. Und gerade spätestens seit, wenn du Familie hast, dann kriegst du diese Härte in einem gesunden Maß, weißt du, weil du deine Familie ernährst und verteidigst. Du hast es jetzt angesprochen und ich kann mir vorstellen, dass es extrem hart war für dich zwischen Business, Freundschaft, diesem Charakter, den du hast und dann auch noch Karriere, immer wieder zu wirtschaften, zu gucken, weil guck mal, das hat angefangen bei dir, du bist groß geworden und hast sofort die Welt kennengelernt mit Savage. Später dann hast du vertragliche Sachen gehabt mit Bushido. Du hast später deine eigenen Jungs gehabt, wo du immer wieder auch irgendwo in Konkurrenz mit den Leuten standest, in Familie, Freundschaft, Businesspartner, alles auf einmal. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ja auch was eigentlich Gift ist, ne? Mhm. Man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an, aber konntest du einem Savage, einem Bushido, einem Farid, einem Visa, alle hießen, auf deinem Weg Parole bieten? Konntest du in die Rolle schlüpfen und sagen, ey, wir müssen jetzt Persönliches trennen, jetzt geht es um Business. Ich bin jetzt nicht Egg, der Mac, dein Kollege, dein Bruder, sondern ich spreche jetzt von Kollege zu Kollege, geschäftlich oder so, weißt du? Wie hast du das gelernt? Wie hast du das ausgemacht? Persönlich und Business zu trennen war von Anfang bis Ende immer schwer, ist immer noch schwer. Deswegen begebe ich mich einfach nicht in die Situationen, die für mich schwer sind, sondern suche mir meine Steps und meine Leute, mit denen ich was mache, immer aus. Halt so, ne? Bist ja nicht gezwungen, irgendwas zu machen. Ja? Das kommt auch dazu. Viele fühlen sich gezwungen. Wie gesagt, wieder Stichpunkt Blaupause. Viele denken, nee, das muss so sein. Deswegen geraten sie auch immer an irgendwelche Gatekeeper, die sagen, nö, mach ich nicht, weil du hast mit dem was gehabt, das mache ich nicht. Und deswegen gibt es auch immer diesen Streit. Nee, du musst erstmal gar nichts. Weißt? Du musst dich ausleben. Du musst deinen Shit ausleben. Deswegen umgib dich mit denen, die dir gut tun. Die Jungs, die du genannt hast, mit denen jeden habe ich eine individuelle Beziehung gehabt. Deswegen kann ich das nicht so pauschalisieren. Es ist auf jeden Fall schwer, das zu trennen. Wenn ich jetzt German Dream sehe, ich war der Anführer. Ich bin auch ein Anführertyp, auch immer noch in meiner Crew. Ich habe zwar keine Rap-Crew mehr, aber ich habe immer noch eine Crew. Ich denke auch da, dass ich da eine Art Anführertyp bin, aber nicht alleiniger, sondern einfach vielleicht einer mit vielen Vorschlägen, wo das vielleicht hingehen könnte alles. Und in der Rap-Crew
habe ich auch die Vorschläge gehabt. Ja? Ich habe immer gesagt, in welche Richtung der Song gehen soll. Oder im Studio hatte ich das Heft in der Hand sozusagen, was wir als nächstes machen, was ist der nächste Plan. Klar, konnte jeder seinen Input geben, aber ich hatte schon ein bisschen Vorerfahrung und ich hatte diesen Drive, ne? Den hatte ich damals schon. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ich will mich das nicht in den Vordergrund stellen, im Gegenteil, ich will genau das Gegenteil sagen. Wir waren alle gleichberechtigt, ich war keinem der Vorgesetzte, ich habe mich nie denen aufgedrängt oder das oder du musst das so machen oder ohne mich kannst du nicht so machen oder sonst was. Klar, ich war auch nicht perfekt, aber wenn dann war ich verpeilt oder habe irgendeinen Scheiß gebaut, aber nie versucht, Leute unten zu halten oder denen eine Opportunity wegzunehmen. Das ist nicht mein Konzept. Sozusagen, ein König, der nicht herrscht mit Hass oder mit Kraft oder Konsequenz vielleicht. Mit Härte. Mit Härte, ja. Nicht mit Härte, sondern mit Liebe. Ja. Ich habe immer mit Liebe geherrscht, wenn man das Herrschen nennen kann. Hast du, würdest du sagen, ja? Ja. Und ich glaube, darauf wollte ich hinaus, dass Härte schneller dich zum Ziel bringt, wo du da gerade hin willst. Ne? Deswegen auch lobe ich mir Leute, die das eher als ich geschafft haben, das durchzuziehen und zu ihrem Traum zu gelangen. Ich glaube aber, dass Liebe länger hält. Hm. Und das ist der Grund, warum ich noch am Start bin. Ne? Und immer noch am Start bin. Und auch jetzt ist das ja so. Ich will mich keinen aufdrängen. Ey, alles mit Liebe. Alles nur auf Gegenseitigkeit. Ich merke das extrem. Also man hat, wenn man dir gegenüber sitzt, merkt man sehr stark, dass du eine Haltung an den Tag legst, wo es dir sehr wichtig ist, dabei sehr korrekt wahrgenommen zu werden, sehr so dass du auch sehr oft erwähnst, ey, ich möchte mich nicht selber loben, ich möchte niemanden auf die Füße treten, ich möchte unbedingt, dir liegt schon sehr nah, wahrgenommen zu werden, so wie du willst, ohne Missverständnisse, ne? Ja, weil das uns so steht, Böhler-Jack-Geschirr-Bitte. Einen. Weißt du? Und mir ist das gesprochene Wort ist wichtig. Das ist nicht scheißegal. Ja. Du kannst nicht über irgendjemanden irgendwas sagen. Das halte ich. Warum ist doch nicht mein Recht, einen schlecht zu machen oder sonst was? Ich will ja auch nicht schlecht gemacht werden. Das heißt, deswegen bin ich vorsichtiger in so Aussagen über andere Menschen, weil man hat sich vielleicht getroffen, aber ist ja nicht jeder. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Jeder hat so seine Agenda. Weißt? Es gibt auch viel Grau. Weißt? Und wenn einer damals in den 2 Wochen, wo du ihn gesehen hast, so war, das heißt ja nicht, dass er immer so ist oder sonst was. Ne? Aber das sind eigentlich selbstverständliche Sachen, weißt du? Ja, ich glaube, Liebe hält am längsten. Es ist zumindest mein Konzept. Bis hierhin hat es mich gebracht und ich werde es weiterhin so anwenden, auch wenn sich Leute das andere wünschen. Ich weiß, es ist spannend. Ich gucke mir auch einen Gangsterfilm an. Ich weiß, es ist spannend, ja. Safe. Aber es gibt nur einmal. Egal. Ich gucke mir auch einen Gangsterfilm an, aber ich gucke mir nicht jeden Tag einen Gangsterfilm an, weißt du? Es ist nicht das, was ich sage, das mich erfüllt. Es erfüllt vielleicht einen Reiz von mir, so, weißt du? Aber es ist nicht das, was ich anstrebe, mir ständig angucken zu müssen oder zu wollen. Ne? Das ist nur, was ich dazu sagen will. Du bist ja heute auch ein ganz anderer Mensch, Mann. Ne? Und das sieht man darin, wie vernünftig du dich äußerst. Und auch du in deiner Karriere hattest ja auch eine gewisse Zivilisationsentwicklung, ne? Ein gewisses so, ey, ich bin der Junge, der ich war. Und weißt du, ich würde gerne mit dir über die ganzen Gossip-Sachen sprechen. Ey, bist du über Leichen gegangen? Wie denkst du, dass der so und so über dich spricht? Hast du Beef mit dem? Wie hast du das gemacht und hast du nicht gesehen? Aber man merkt halt einfach extrem stark, dass dir irgendwann in deinem Leben ein Abschluss sehr wichtig war, offensichtlich, ne? Und ich werde jetzt nicht fragen, warum das war, aber hast du das aktiv angestoßen, dass du gesagt hast, wirklich in dich gegangen bist und gesagt hast, ey, ich möchte mit einem Thema abschließen und möchte jetzt ein anderer oder ein neuer sein? Oder würdest du sagen, war das ein schleichender Prozess? Ja, ganz interessante Frage. Ich glaube, wenn du die gesamte Diskografie siehst, habe ich ja mit Liebe angefangen. Ich wollte nur Liebe verbreiten, ne? Ohne es zu wissen, aber das ist mein Naturell gewesen, wenn du den Anfang siehst. Ja? Irgendwann kam eine dunklere Phase, aber es ist ja, weil ich quasi dazu getrieben wurde, ja? Weil man mich geschubst hat, wie einer auf dem Schulhof, da gehen alle und schubsen den Schubs.
irgendwann schlägt er zurück. Ja? Der will das vielleicht überhaupt nicht. Ne? Der will es gar nicht. So, aber in dieses natürliche Gleichgewicht von früher bin ich dann immer wieder, immer mehr reingekommen. In meinen ursprünglichen Zustand, in den reinen Zustand sozusagen. Ja? Als du noch keine, weiß nicht, Intention hattest, irgendwas zu machen, irgendwas erreichen zu wollen oder irgendwo an irgendwas vorbeizukommen oder irgendwas zu ergreifen oder sonst was. Nein, in diesem natürlichen Zustand. Meine Familie hat mir dabei geholfen, aber ich war schon auf dem Weg. Wenn ich mich heute analysiere, als ich zum Beispiel Sarah kennengelernt habe, ich war schon auf dem Weg, weiß ich nicht, immer näher an das zu kommen, wie ich wieder bin, so weißt du, wie mein Herz ist, so weißt du. Sie und vor allen Dingen auch dann mein Sohn haben mir noch mehr dabei geholfen, mich zu bestärken, dass das Richtige ist für mich in meinem Leben. Ich rede nicht für andere, für mich in meinem Leben. Und es ist jetzt nichts, wo ich aufstehe und gesagt habe, heute mache ich das oder heute mache ich das. Ich glaube, eine Lernkurve in deinem Leben, die ist individuell, die muss jeder für sich haben. Ja? Du bist zum Beispiel von Frankfurt nach Berlin und hast hier deine Erfahrung gemacht und denkst, ja, vielleicht gefällt es mir wieder besser in Frankfurt, weil hier habe ich schon alles gesehen oder was auch immer. Jeder hat ja seine individuelle Lernkurve in seinem Leben. Es wäre traurig, die nicht zu haben, weißt du? Weil die Leute, die, wenn du 20 bist, weißt du nicht alles, so, weißt du? Und ja, das kann ich, das ist, glaube ich, die Antwort da drauf, Bro. Ja. Was würdest du denn heute sagen, wenn ein Privatmensch dich zum Geld in seiner Stadt Geld sammeln würde, um dich auf sein Konzert, selbstveranstaltetes Konzert einzuladen, dich kennenzulernen, um dir vorzurappen und sagen, ey Mann, bitte sign mich, ich bin der krasseste in Deutschland. Ich mach's ja nicht mehr. Ich trete auf. Ich würde hingehen, ich würde mit dem chillen, ich würde auftreten, ne? Was er will, Foto, Bro, nimm mich auseinander, kein Problem, weißt du, Bild, wir machen Videos für alle und sonst was. Aber ich sign keinen mehr. Was ich machen kann, ist, wenn ich sehe, seine Absichten sind rein und er ist ein guter Typ, es ist wichtiger denn je, was das für ein Typ ist. Weil Skills haben jetzt alle so ein bisschen, ja. Und dann würde ich vielleicht denken, okay, ich überlege, zu wem würde der passen, vielleicht zu dem und dem Camp oder zu einem Major-Label. Vielleicht kann ich ihm ein paar Hilfen geben, weißt du so, aber immer nur weiterleiten. Weil Label mache ich nicht mehr, habe ich ja schon gemacht. Welches Label ist denn besser als German Dream gewesen? Ja? Also ich will jetzt nicht, dass du bist eine neutrale Person, du musst dich dazu nicht äußern. Ich meine damit, klar sehe ich das als Fan von uns, aber wie sollte ich ein neues Label machen, was damit effen kann? So, geht doch gar nicht. Scheiß drauf. Schon gemacht, Haken hinter, zack, nächstes. Weißt du, das ist dieses, ich gehe vorwärts. Ich habe eine Crew. Ich habe den Jan, ich habe den Thailand, ich habe den Thomas, Adi, Mo, Sarah. Ja, wir machen Sachen, weißt du? Aber nur, das ist, was ich sage, wir sind nicht diese Blaupause-Rap-Crew. Ey, sorry, kann ich nicht mit dienen, weil ich bin schon mit dem Kopf wieder woanders. Aber wir machen Sachen. Wir kommen auf neue Dinge und so. Das ist mein Shit jetzt. Ich habe für mich gefragt, weißt du? Weil ich dachte mir, nee, Spaß mal beiseite, deine Geschichte ist halt einfach so krass von diesem Tellerwäscher zum Millionär-Ding. Wenn man das mal runterbrechen will. Mann, du hast einfach das gemacht, wovon wahrscheinlich die meisten träumen, die wenigsten aber Mumm dazu hätten, das zu tun. Weißt du, du hast nach den Sternen gegriffen. Zumindest kam mir das immer so vor, wenn ich deine Mucke gehört habe als Kind und als Jugendlicher. Ich dachte mir immer so, ey krass, Mann, der hat so viel Mut und der traut sich einfach Dinge. Ne? Und bis heute, und soll ich dir was sagen, was ich extrem mutig finde an dir, sein Ego und sein Bild von sich so zur Seite schieben zu können, um zu sagen können, ich kann auch beim ZDF stattfinden. Ich kann auch mit Krause zu Hause bei mir chillen und kann den Leuten ein sehr persönliches Bild von mir zeigen, wo vielleicht jetzt der Otto Normal Gangster sagen würde, ganz kurz, was geht da? Wo jetzt der Otto Normal Gangster sagen würde, boah, der Echo, der ist ja voll fake, der hat sich ja voll verkauft, ne? Der angebliche Gangster ist jetzt irgendwie da und dauernd macht so Sachen, ne? Ich finde es sehr mutig, dass du sagst, ey, ich gehe meinen Weg und ich mache einfach nur das, worauf du Bock hast, ohne zu gucken, was andere von einem denken, weil ich arbeite mit Jugendlichen seit über 10 Jahren und das ist immer das größte Problem. Die Kids trauen sich nicht, das zu tun, was sie wollen und das zu sein, wer sie sind. Sie selber zu sein. Ganz genau. Weil wir im Hip-Hop
eben bescheuert sind und so ein toxisches Männerbild die ganze Zeit anpreisen, was nicht angebracht ist. Hm. Das ist nicht der Way, Alter. Der Way ist innovativ zu sein. Leute, die was auf dem Kasten haben, Schein. Ja? So, mehr brauche ich nicht. Meinst du, das war der coolste Typ oder was? Meinst du, der war jetzt ein... Nein. Ja? Aber der hat die Welt gerettet, Digga. Ist einer mit türkischem Background, wie wir. Ja? Also, den Leuten das nahe zu bringen, ich kann das verstehen, als Sozialarbeiter bist du genau da an dem Punkt, aber das ist in dem kleinen Bild, was ich erzähle, genau das, was ich meine mit, ja, ich weiß, da klicken dann halt 30.000 drauf, aber es geht darum, wer da drauf klickt. Mhm. Es geht darum, wie lange man das dann machen kann. Da kann man nämlich dann länger machen, weil, weißt du was, diese Art von Obszönität, die nutze ich nämlich ab. Diese Art von, weiß ich nicht, wie ich das nenne, ich weiß nicht, ob Obszönität das richtige Wort dafür ist, aber dieses Bild nutzt sich ab, schnell. Und dann kommst du schnell in so einen Drive, dass du das immer wieder bestätigen musst und noch immer wieder mehr machen musst, weil du musst ja, weißt du, auf deinen Feedback kriegen. Das ist das vielleicht in klein, im Hip-Hop oder in groß, was wirkliche Jugendliche auf der Straße erleben, weißt du, dass sie die ganze Zeit dieses Feedback von ihren Kollegen haben müssen, sonst sind sie nicht cool. Ja, genau. Aber man kann ja mal dann 40 Jahre in die Zukunft spulen, Digga. Mal sehen wir da, ob die da diese Sache noch erzählt. Ey, nämlich langweilig, nämlich irgendwie so Zeigefinger oder sonst was. Ich meine es nur gut mit denen. Ich meine es nur gut. Ich meine es mit den eigentlichen Leuten, die das angeht. Weißt du, so meine Intentionen sind, dass ich will den hochheben, weißt du? Aber dafür musst du einmal zuhören. Das Gleiche hast du wahrscheinlich, wenn du da mit dem quatschst. Und es wird nicht einfach, aber wer sagt, es ist einfach? Das stimmt ja. Leben ist kein Ponyhof. To change the world, weißt du? Wer sagt, es ist einfach, die Welt zu verändern? Ist es nicht, weißt du? Muss ich immer an Michael Jackson, Man in the Mirror denken, yes. Wenn ich sowas schwöre. Geiler du, Song. Du bist auch Michael-Fan, oder? Ja, großer Michael-Fan gewesen. Man in the Mirror habe ich in so einer Spike Lee-Doku gesehen. Da haben die so genau gezeigt, wie die Frau, die das geschrieben hat, wie sie das geschrieben hat, wie sie denen das vorgesungen hat und so. Und da hat sie erzählt, wie Michael das dann eingesungen hat, so als ob er das schon kannte. So, weißt du, so krasses Genie auf jeden Fall. Der konnte tanzen, singen, war ein krasser Geschäftsmann. Viele unterschätzen ihn, weil er diese, weiß nicht, eher ungewöhnliche Art hatte, so, weißt du? Voll. Aber ein krasser Typ. Leider redet man sehr oft sehr negativ über ihn aufgrund der Dinge, die im Raum stehen mit irgendwelchen Vorwürfen und Hass und Sachen und so. Das ist halt, ich will das auch nicht relativieren. Wenn das so ist, dann, ne, ich bin nicht hier, um Richter und Henker zu sein, aber wenn man das mal ausblenden darf, einen Moment, und sich auf das Künstlersein konzentriert, dann gibt es keinen, der in die Fußstapfen treten kann irgendwie, ne? Nee. Kennst du irgendjemanden, wo du sagen würdest, boah, das ist sehr nah dran so? Nee, du kannst ja auch die Zeit nicht zurückdrehen. Das stimmt auch, ja. Wenn du da jetzt mal einen Hip-Hop-Bezug suchen willst, ne? Quotentürke hat, oder ich kann nur meinen Bezug erzählen, Quotentürke hat, glaube ich, 15, 16 Millionen Klicks auf YouTube. Egal, wo ich bin, ne? Und ich trete wirklich breit gefächert auf. Stadtfest, Splash, Malle, irgendwelche Läden-Eröffnungen. Hm. Egal. Weißt du, meine Diskografie funktioniert, du musst sie nur ein bisschen umstellen. Ja, ja. Funktioniert fast überall. Voll verrückt. Weil, ARD, Mediathek, TV, Straßensound. Du hast es echt geschafft, alle. Nein, so meinte ich das nicht. Ich wollte darauf hinaus, ob es jemals das gibt. Deswegen wollte ich sagen, die Musik ändert sich ja. Hm. Also von damals, von Michael Jackson bis heute sowieso, das wird sich nie ändern. Sogar in kleinen Deutschland, im kleinen Hip-Hop-Kosmos von Quotentürke habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es relativ viele Leute kennen. Ich bin irgendwo in Frankfurt auf dem Straßenfest und das kennen einfach die meisten, die ich da sehe. Ne? Ganz gemischtes Publikum. Jetzt denke ich mir wieder, Musik wird komplett anders konsumiert. So, Jungs bringen was raus oder Jungs und Mädels bringen was raus, hat nicht 15, sondern 150 Millionen Klicks. So ist es. Trotzdem habe ich das Lied zum Beispiel nie gehört. Weißt du? Oder wenn der jetzt zum Beispiel da wäre, das kennt quasi die eine Bubble, die kennt es aber genau. Ja. So, das heißt, das Musik konsumieren ist anders geworden. Deswegen, um das jetzt mal wieder ganz zurück zu machen, das
Album Thriller ist das meistverkaufte Album aller Zeiten. Das wird sich ja nicht mehr ändern. Nee. Weil die Art, wie man Musik konsumiert, hat sich verändert. Das stimmt. Ja. Wenn damals eine Sache berühmt war, kannten das alle. Ja? Heute sind viele Sachen berühmt, aber alle in ihrem Umfeld irgendwie. Ja, die nicht nur das, sondern auch, ich habe auch das Gefühl, einfach die Charaktere waren früher bedeutsamer, als sie heute sind. Heute ist so, ich denke mir manchmal, beim Fußball kann man das ganz gut beschreiben. Es gibt Fußballer, die hatten so einen starken Charakter, dass die Frankfurt spielt heute übrigens gegen Barcelona, ich hoffe, die machen das Ding. Aber abgesehen davon, Fußball, Charakter, du wirst ein Zidane oder ein Ronaldo, ich rede jetzt nicht nur von Cristiano Ronaldo, sondern auch dem Brasilianer Ronaldo, aber auch Cristiano Ronaldo ist so ein Charakter. Mann, über die wirst du in 100 Jahren noch sprechen. Messi, Ronaldinho, was weiß ich, so Leute, die du wirst in 100 Jahren noch von denen sprechen. Ne? Aber heute gibt es Fußballer, die verdienen das Dreifache von einem Ronaldo, aber du weißt nicht, wer die sind. So, du interessierst dich nicht. Und auf Rap bezogen genauso. Dein Track und deine History ist so bekannt, weil du ein absoluter Charakter in diesem Deutsch-Rap-Game warst und bist nach wie vor, weißt du? Ob du 3 Jahre weg bist oder nicht, jeder wird sich an Abrechnung erinnern. Weißt du, wie ich meine? Oder Quotentürk oder was auch immer. Weil das waren so Legacy-Hits, die mit einer Persönlichkeit verbunden wurden und das Gesamtkonstrukt macht einfach Sinn, weißt du? Wie du sagst, es gibt Leute, die machen gefühlt Milliarden Streams. Ich kann dir nicht sagen, wie deren erstes Album hieß oder ob die überhaupt eins haben oder wie die mit Nachnamen heißen. Ja. Mann, von dir kann ich Sachen erzählen, die weißt du wahrscheinlich selber gar nicht. Gut, Dankeschön, danke für die Blumen. Um nicht auszuarten, dass wir zu kritisch werden, ich will doch nicht von früher der sein, der die heute hatet. Es geht auch viel schneller. Leute, die vor 2 Jahren in waren, sind jetzt schon nicht mehr in. Das stimmt, oder? Ja. Vor 2 Jahren, ja, wo mir vor ein paar Jahren Leute sagen wollten, ey, das ist der Shit, so musst du es machen. Das ist jetzt schon nicht mehr in. Hm. Weißt du? Ich kann mich erinnern, es gab so Jungs, ey, das hat mir ständig einer gesagt, boah, der hat 4 Millionen an einem Tag. Passiert das? Passiert nicht mehr, ne? Wo ist denn das? Ist es verschwunden? Wo sind denn diese Leute jetzt eigentlich? Sind die auf TikTok? Wurden die eingesaugt? Am Ende, ich hab keine Ahnung. Am Ende hocken die auf Twitch. Bro, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber diese Trends, weiß ich nicht, die verschwimmen auch so, weißt du? Und Substanz bleibt. Ja? Deswegen, also, ey, vielen, vielen Dank, dass du mich zur Substanz zählst. Ey, fühle ich mich geehrt. Ich gebe mein Bestes dafür. Auch noch, trotzdem im Hip-Hop. Ich will mich nicht ausstehen. Immer noch meine Momente zu haben. Ne? Und es ist auch immer noch so, dass es aus mir rauskommt. Ich mache das halt dann, wenn ich denke, es ist angebracht. Es ist auch immer noch so, dass ich meine Deals da habe und abschließe. Also es ist immer noch sehr gut, wenn du drauf gehst. Ich habe immer noch sehr viele Hörer, wie Leute, die nur das machen. Ja? So, das ist ein Segen, dass ich das habe und trotzdem noch andere Sachen dabei mache. Ich bilde mir aber nichts darauf ein. Ich weiß, es ist hart umkämpft und es ist ein Business irgendwie, what have you done for me lately, Business. So. Du musst was liefern, sonst bist du irgendwann nicht mehr so, vielleicht nicht als Rapper nicht mehr dann in, sondern vielleicht als eine andere Figur. Ja. So, ich habe aber nicht komplett damit abgeschlossen. Ich denke, ich habe einen Run noch in mir drin. Ich weiß nicht, wann ich den rauslasse, wo ich denke, dass ich den Leuten immer noch was Gutes übermitteln kann, auch stiltechnisch. Ne? Ich habe mich beim letzten Album zum Beispiel, um jetzt mal musikalisch zu gehen, ein bisschen versucht. Es war auch eine komische Bedingung. Es wurde während Corona aufgenommen. Es war ein bisschen wie ein paar Mal angefangenes Album, weil ich mir ein bisschen das versucht habe, ein bisschen das. Aber ich habe es dann gesagt, komm, am Ende, komm, wir bringen das jetzt raus. Es bleibt sowieso Corona. Was willst du machen? Lass es jetzt mal einmal machen. Es war auch okay. Es war noch ein paar, es ist mein meistgestreamtes Album, weil dann so ein paar Hits drauf waren. Zum Beispiel Gneiden ging voll ab. So. Wenn die Leute mir sagen, ey, du, was machst du nichts mehr? Das ist so wahrscheinlich mein größter YouTube-Hit aller Zeiten so und mein größter Spotify-Hit aller Zeiten. Das heißt bei mir nicht so viel, weil das ist jetzt auf die ganzen Jahre gesehen wahrscheinlich YouTube dann beeindruckender. So wie das marschiert, wird es wahrscheinlich mein meistgeklickter sein. Und der ist jetzt vom, weiß ich nicht, letzten Jahr oder weiß ich nicht? Letztes Jahr, ja. Also ich bin dabei. Ja? Ich mache immer noch mit. Ich bin stolz darauf und ich mache das auch gerne. Aber ich bringe das nächste erst raus, weil jetzt möchte ich eine Wende
widersetzen. Wenn ich Mucke rausbringe, wenn ich ein Album rausbringe, dann soll es verdammt nochmal so sein, dass man weiß, okay, Hip-Hop lebt in dem Mann so und der hat was zu sagen. Ne? Es wird also keine Ansammlung von Single-Versuchen sein. Mhm. Ne? Und ich werde nicht mir, egal von wem, ob es von Label, von Kollegen, von anderen Rappern, ich werde mir von keinen sagen, du musst das machen, um irgendwie in zu sein. Und es gibt sowieso nicht mehr diese eine Sache. Ich stehe dafür, ne? Ich bin der Typ, der das kann und genau das werde ich auch machen, wenn ich es mache. Du hast ja jetzt in deinem schönen Haus auch einen Hip-Hop-Raum, ja, ja, habe ich gesehen. Und genau. Ich nehme an, wenn die Zeit kommt, schließt du dich da ein und inspirierst dich so krass, dass das, was dann kommt, sowieso uns flashen wird. Ich hoffe, Bro. Ich hoffe. Wir haben sehr wenig über Musik gesprochen, aber ich möchte zwei, drei Sachen sagen. Erstens, worüber du gerade gesprochen hast, ist ja das AB-Album. Das habe ich mir vorhin auch nochmal angehört und witzigerweise auch den Track Ayran. Checkt das auf jeden Fall ab, Freunde. Die zweite Sache ist, du hast es vorhin kurz angestoßen, ich will es aber nochmal kurz hervorbringen. Was ist das für eine Serie, die kommen wird? Wo, ganz kurz, worum geht es da? Wo kann man das finden? Das heißt Die Glücksspieler. Und es geht eigentlich um was, deswegen finde ich das ganz interessant für Leute, die vielleicht nicht von 16 bis 20, aber vielleicht danach. Ja? Auch die Jüngeren können es natürlich immer versuchen. Aber es geht darum, um viel, was wir eigentlich jetzt gesprochen haben, immer das Glück im Leben. Ne, das ist etwas, wo ich mit meinen engen Kollegen ständig drüber rede. Ne, was treibt uns an? Eigentlich das, was wir jetzt alles geredet haben. Ja? Und genau um diese Essenz geht es in diesem Film oder in dieser Serie. Es sind drei abendfüllende Filme im ersten, 20.15 Uhr, mittwochs. Vielleicht können wir das hier unten irgendwie die genauen Daten verlinken. Oder es kommt in der Mediathek schon ein paar Tage vorher und da wird es als 6 Folgen sozusagen 45 Minuten sein. Okay. Und zieht es euch rein. Für mich ist das Größte, was ich als Film bis jetzt gemacht habe. Wie identifizierst du dich mit dem Schauspielerdasein? War das schon etwas, was du als Kind wolltest oder wie kam das? Ich meine, du hast ja schon im Kino stattgefunden und so, aber ich merke, du investierst da gerade viel Zeit und viel Kraft rein. Meine Mutter hat mir letztens gesagt, dass ich schon als Kind immer zu ihr gesagt habe, ich will Schauspieler werden. Wahrscheinlich habe ich das bei meinem Vater gesehen. Der war ja Schauspieler, Kabarettist und Theaterschauspieler und so weiter und Sänger natürlich. Aber ich habe den immer auf der Bühne gesehen so, und wahrscheinlich hat das was mit mir gemacht. Als ich das einmal gemacht habe, habe ich mich verliebt, bin ich in Love gefallen sozusagen. Das regt einen Punkt von meinem Gehirn an, der davor noch nie so angeregt wurde. Weißt du, es ist so, ich weiß nicht, ob ich dir das so in kurzer Zeit sagen kann, es ist so pur, es ist so wirklich die Essenz des Lebens, die du da darstellst, weißt du, bringst die Gefühle rüber in einer Szene, so, weißt du. Es ist ein Nervenkitzel, immer wieder in ein neues Set zu kommen, Leute nicht zu kennen. Es ist etwas, wo ich mich noch krass beweisen muss. Ich muss jedes Mal zeigen, weil da habe ich auch so einen Chip on my shoulder, immer, weil, wenn es heißt, okay, jetzt kommt der Star von einer anderen Sache, der ist hier nur, weil er berühmt ist, so mäßig. Mhm. Nee, ich muss auch da jedes Mal zeigen, ey Leute, weißt du, ich habe das bekommen, weil ich das kann. Ne? Und ja, es ist etwas, wo ich noch nicht alles gemacht habe, so, weißt du? Und das möchte ich machen. Das möchte ich auch, das meine ich ernst und ich möchte unsere Geschichten erzählen, ja? Und ich weiß auch hier wieder unsere Geschichten. Ich weiß, es gibt die Hood-Geschichten, alles gut. Haben wir auch schon ein paar Mal gehört, kann man auch nochmal inszenieren, alles gut. Aber wir haben auch andere Geschichten und die möchte ich erzählen. Rom-Com, Digga. Weißt du, was ich meine? Oder weiß ich nicht. Wie in dem Fall, der Typ, einer hat mir geschrieben, ist es jetzt so ein Stereotyp oder was, weil ich da eine Mülljacke anhabe. Mhm. Nein, guck dir das mal an. Der Typ ist ein Geschäftsmann. Der ist so, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte sind. In NRW haben wir die größte Dichte an Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich selbstständig machen. Oftmals sind es Jungs und Mädels, die suchen sich ein Gebiet aus, was noch nicht so krass besetzt ist, woran sich andere vielleicht die Hände zu fein sind, weil sie sich die Hände schmutzig machen, die nehmen das und machen das einfach. Ja? Und werden dann teilweise richtig reich damit. Ja? Der Typ, den ich spiele, heißt Firat, lebt im Münchner Vorort, weißt du, mit Pool, Familie, weißt du. Außerdem fand ich das cool, der hat auch eine polnische Frau, der hat zwar schon 3 Kinder, so, weißt du, aber es war so nah an meinem Ding da, weil er ist auch so ein Geschäftsmann, so, weißt du, und versucht einfach über die Runde zu kommen. Gleichzeitig auch chaotisch und es ist eine Komödie. Wie viel davon ist eigentlich, das wollte ich eigentlich schon
fällt mir gerade auf, die Frage will ich eigentlich öfter stellen, weil es mich interessiert. Wie viel ist in so einem Film eigentlich geskriptet und wie viel Platz bleibt für Kreativität? Kannst du deine Persönlichkeit auch da reinbringen oder wie sieht es aus? Das meiste ist geskriptet. Es kommt auf das Projekt an, es kommt besonders auf den Regisseur an, was verlangt ist. Ja? Man sagt zum Beispiel, Quentin Tarantino will das 1:1 so haben, der will gar nichts anders haben. Du musst das auch fucking auswendig können. So, weißt du, du kannst nicht irgendwie, wie du denkst, dass es ausgesprochen werden soll. So, dann gibt es hier und da irgendwelche Abweichungen. Klar, wenn es ein Film über Hip-Hop ist, so, wer soll dir was sagen? Dann sagst du halt so, nee, das wird aber so gesagt. Ja. Ich kann als Beispiel geben, das ist ein anderes Projekt, was ich jetzt gemacht habe. Blockbusters war wieder ein anderes Projekt. Ich war echt gesegnet mit Blockbusters, muss ich sagen. Das ist auch ein Traum eigentlich. Ja. Mit deinen Kumpels, mit deinen Rap-Kollegen, Schauspielkollegen, weiß nicht, überhaupt Kollegen, einfach so eine, weiß nicht, wie so eine Dumpfbacken-Komödie, weißt du, so zu machen, was ist das für ein Traum? So, ne? Einfach cool, wir hatten auch eine coole Zeit. Aber jetzt ist eine neue Zeit, jetzt ist eine neue Ära und eine neue Liga für mich persönlich. Ja? Und das mündet jetzt in dem neuesten Projekt, die Glücksspieler. Ich freue mich drauf. Ab wann kann man sich das angucken? Ich schreibe das alles hier in die... Bio, sowieso alle Links in der Bio. Aber sag's mir jetzt nochmal. Weil wenn ich das jetzt so runterrate, warte ich... Ah, du weißt, hast es nicht im Kopf? Ich habe so etwa im Kopf, aber ich will nichts Falsches sagen. Kein Ding. Okay, alle Links in der Videobeschreibung. Ich bin echt gespannt drauf. Drei Daten im Fernsehen natürlich, ja. Jeweils Mittwoch, aber auch, ich glaube, 10 Tage vorher in der Mediathek und ich will das lieber ordentlich... Machen wir, hauen wir unten rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich bin ja sowieso ein Filmfan und wenn da noch jemand mit so viel Leidenschaft dahinter steckt, wie ich merke, umso besser. Ganz kurz nochmal auf diesen Eidern, weil du flashst einfach hier mit Innovation heute. Ich denke mir so, was geht ab, warum eigentlich Firma Müller und haben die dich angesprochen oder bist du auf die oder wie funktioniert das? Also ich bin in einem YouTube-Netzwerk, das heißt Studio 71, die sind auch hier in Berlin. Hm. Das wird immer und immer mehr mein großer Partner, was Content betrifft, Content Creating und Online-Marketing betrifft. Die werden immer mein größerer Partner. Wir wachsen immer mehr zusammen. Ne? Meine Betreuerin oder unsere, weil die Sarah ist auch dabei, ist die Moreen. Einer, der im Hintergrund eher vielleicht agiert, aber nach vorne geht, Sachen pitcht und Leute zusammenbringt, ist der Thomas. Okay? Und Thomas ist einer, mit dem arbeite ich sehr eng zusammen. Der hatte die komplette Idee. Der hat die beiden Parteien sozusagen zusammengebracht, ja, und hat das als innovative Idee mir gepitcht, mir verkauft, aber auch an Müller gepitcht, Müller verkauft und uns da zusammengebracht. Mhm. Ich kann natürlich nicht auf interne eingehen, aber es ist ein großer Deal. Es kommen noch sehr viele Videos. Am Anfang war dieses Nostalgie-Video, vielleicht hast du es gesehen, wo es halt um die Geschichte der Großeltern und so weiter ging und um darum, dass es jetzt Eiran im Supermarkt gibt. Aber alles mit einem Schmunzeln, alles mit einer Selbstironie. Und jetzt kommen die Szenen, die haben wir im Supermarkt gedreht, alles so kleine Sketche, ja, wo ich mich auch selber komplett aus Korn nehme. So. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf, die Schnitte von Jan zu bekommen. Und das wird noch über einen gewissen Zeitraum immer wieder gedroppt werden. Und das wird noch lange begleiten. Ich reposte die meisten. Ich wünsche mir natürlich, dass mich die Leute taggen. Ich hoffe, ihr könnt auch mal eine Aktion damit machen. Nicht immer nur die Flasche fotografieren, sondern zeigt euch vielleicht mal, wie ihr das trinkt oder wie ihr was Witziges macht, weil es soll auch alles in so einem Spirit, in so einem positiven Spirit mit einem leichten Lächeln dahinter sein. Und ja, das ist so im Moment meine Sache, die ich zelebriere und meine Bindung zu Studio 71, wir sind gerade dran, wird vielleicht noch enger werden in Zukunft. Und ich sehe gerade nur Joghurt, Wasser und Salz, also offensichtlich verstehst du was von diesem Produkt, weil genauso muss meiner Meinung nach ein Ei dann sein, ne? Joghurt, Wasser, Salz, sonst nichts. So sieht's aus. Steht auch auf Türkisch drauf. Warte, ne, ne. Su yurtus. O kadar. Maşallah. Bir yerde yazıyordu. Ama sorarsan. Finde ich echt cool, Alter. Einfach Hammer. Hip-Hop ist auch mit drauf, ja. Plattenspieler, Platten. Ich schwör's dir, drauf, Platten, auch dein Name in fresher Schrift und so. Ja, ey, geil, Mann. Wo gibt's den zu kaufen? Es ist für uns. Den gibt's überall, wo es diese Art von Eiran gibt. Geil. Vielleicht in manchen Supermärkten findet ihr es nicht, aber dann hatte der den Eiran sozusagen auch nicht. Ja? Also ja, okay. Überall, wo der den hat. Also hat eigentlich überall kann man den herholen, wo so Sachen halt stehen. Genau. Okay, hier geil. In Berlin hat mir ein Kumpel gesagt, der hat es im Wedding im Aldi gesehen, also
scheint schon zu geben. Ich sehe auch gerade, hier ist auf der Packung, so soll der, glaube ich, so ein bisschen ja auch an Orient und so erinnern, ne? Die Gebäude und so, die hier drauf sind. Genau, genau. Nicht, dass du da jetzt irgendwie von irgendeiner rechten Ecke wieder da Ärger kriegst. Gab's da, hatten wir das nicht schon mal in Rap-Deutschland, dass so Sachen immer sehr irgendwie ganz komisch aufgegriffen worden sind? Oh nee, es geht ja darum, einfach eine Liebe zu zelebrieren zwischen Deutsch-Türken oder zwischen Deutschen mit türkischem Hintergrund und Deutschen ohne Migrationshintergrund. Es geht ja einfach um diese deutsch-türkische Liebe. Mhm. Und ich bin der Repräsentant davon. Ja? Aber ich bin der Repräsentant für alle. Ne? Natürlich jetzt nicht für Rechte oder sowas, für ein breites Spektrum an Leuten. Und meine Message ist immer diese gewesen. Und es ist immer die der Liebe und diese Freundschaft, ja, über die auch immer wieder meine Songs gehen. Immer und immer wieder. Ja? Die wird zelebriert und die wird in dieser Limited Edition zelebriert. Ja? Ob jetzt in einen passt, dass da ein Palast drauf ist, ob den anderen passt, kann ja auch ein Hip-Hop-Typ sein, der sagt, ja, warum ist da ein Mike drauf? Kann alles sein. So, was soll ich dir sagen? Es ist what it is. Es ist vom Echo with Love. So, ja. Du rappst ja auch, früher waren wir Gastarbeiter, heute sind wir Nachbarn. Ne? Genau. Und das erinnert mich einfach so als Symbol dessen, dass ich mir denke, ey, so muss das aussehen. Ich finde stark, ich bin ja grundsätzlich sowieso nicht an Hate interessiert. Und das, was du hier auf die Beine stemmst mit so einer traditionell deutschen Firma, wie Müller es ist, ne? Ich glaube, die gibt es schon sehr lange. Respekt. Dankeschön, Bro. Richtig stark. Dankeschön. Wir haben eben ein bisschen über Musik gesprochen. Du meintest Album und so. Kurz, wenn es soweit kommt, hast du gesagt, werden wir davon erfahren. Aber ist es so, dass du so beschäftigt gerade bist mit Schauspielerei, mit anderen Businessen, dass du einfach vielleicht auch keine Zeit hast, da reinzugehen? Oder hast du gerade einfach mehr Bock auf andere Sachen? Ja, ich habe keine Zeit, das mal zumindest das so zu machen, wie ich denke, dass es gemacht werden muss. Dem Anspruch quasi zu entsprechen, den ich mir selber auch setze. Ja? Ich habe an mich die allerhöchsten Ansprüche. Und deswegen werde ich das dann machen, wenn die Zeit dafür reif ist. Wie gesagt, es gibt immer noch Interesse anhand von Deals und so weiter. Und wenn ich mich dann irgendwann dazu entscheide, dann werde ich diesen Deal, den ich dann eingehe mit Firma XY, dann auch erfüllen und das auch ordentlich machen. Aber dieses Mal geht es mir nicht nur darum, das hinter mich zu bringen, sondern es muss so sein, dass es, weiß nicht, so diesem Werdegang auch gerecht wird. Ich will mich nicht, wie gesagt, hochloben, aber dass die Leute... Wie soll ich sagen? Ich glaube, die Leute wissen, dass wenn ich will, kann ich das so, ja. Aber ich brauche die richtige Ruhe darum, damit ich das so machen kann, wie die Leute das von mir gewohnt sind. So. Das ist eigentlich die Antwort darauf. Das ist einfach der Anspruch, den du dir selber auch machst, ne? Ja. Und ich glaube, dass ich nicht diese Listenmusik machen werde. Das kann ich auch Features und so machen, aber ich glaube, dass wenn ich nochmal ein Album mache, dann wird es schon so in Richtung gehen, wie meine besten Alben, wie Exodus, wie Act to the Roots und sowas. Ich glaube, das ist das, was gerade auch keiner macht und was ich ganz gut kann. Was sehr, sehr stark zurückgegangen ist auf jeden Fall, ne? Ja. Bist du aber sowieso nicht interessiert an dem, was alle anderen machen. Ja. Sonst hätte das Interview wahrscheinlich wenn es gerade offen veröffentlicht ist, für Furore gesorgt. Du, es heißt ja aber auch nicht, es heißt nicht, dass das andere immer, also du kannst viel mehr an Nerv der Zeit trotzdem sein. Mhm. Wer sagt denn, dass das mit echtem Hip-Hop nicht geht? Echter Hip-Hop kann alles, Digga. Ey, ich nicht, ne? Also kannst auch mit echtem Hip-Hop auf Platz 1 gehen. Ne? Dann bist du halt nicht auf 1 in diese Liste drin. Wen interessiert denn jetzt gerade die Liste, Digga? Ich habe doch voll viel am Kochen, so, weißt du? Ich mache mein Ding. Und wenn ich noch einmal ein Album mache, dann muss das so einem gewissen Niveau entsprechen, dass ich denke, Jacke Schilse, weißt du? Finde ich sehr gut. Danke, Bro. Wirklich, dafür, glaube ich, schätzen dich auch deine Fans und die ganzen Supporter wegen deiner Ehrlichkeit und der Liebe zum Hip-Hop und auch die Liebe, als MC im Land zu stehen und nicht als Marketing-Genie oder TikToker oder als Twitcher oder was auch immer. Du bist halt ein Rapper, du bist halt ein MC, der zwar auch tausend andere Sachen macht, aber wenn er zurückkommt, ist er halt wieder MC. So. Twitch-Kanal,
irgendwann? Schaffe ich nicht. Ist er jetzt neu und geil und alles? Ja, ich weiß. Ich glaube, das können andere besser. Ich schaffe das nicht. Das ist ja so dieses, so Sachen, weiß nicht, kommentieren, sei es Spiele und so weiter. Ich kann das einfach nicht. Mhm. Ich sehe das bei meinem Sohn, der guckt schon so Reactions zu Kirby und Mario World und so für Kinder so halt, ne? Da sehe ich schon, es ist so ein... Das gibt's ja. Ja, es Hammer. Ist schon so ein generational Ding. So. Mhm. Ich kann das nicht. Ich kann nicht sitzen und gucken, wie jemand anders was macht. So. Ich muss selber was machen. Was nicht heißt, dass ich das diskreditiere oder sonst was. Das soll überhaupt kein Disrespect sein. Ich schaffe das nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich zur Ruhe komme und ja. Es gibt ja, solange es auch noch Leute gibt, die das einfach gut und cool machen. So, ich habe gestern gesehen und auch mit ihm witzigerweise auch telefoniert, mit Marvin, California. Ich glaube, ihr habt auch was zusammen gemacht und sehr, sehr coole Sache. Und solange es so Leute gibt, die einfach leidenschaftlich eine Sache machen, so musst du ja dann quasi nicht unbedingt den Job machen, um es Hauptsache zu machen. So, weißt du? Nein, jeder ist ein Individuum, haben wir ja auch heute drüber geredet. Also jeder hat so seine Sachen, die ihn erfüllen. Und das kann ich gerade nicht ins Portfolio irgendwie dazu beitragen. So, weißt du, ich habe jetzt schon keine Zeit, Digga, und will mehr mit meiner Familie verbringen und so weiter. Ich wollte gerade fragen, hast du eigentlich auch noch ein Leben so nebenbei, neben den Sachen? Es ist so, vom Universum ist immer alles, wird immer alles gleich gemacht. Ne? Zum Beispiel, wenn ein Rapper erfolgreicher ist als ich, das ist halt, weil ich besser aussehe als der. So. und das Gleiche ist auch so, wenn du so busy bist, wenn ich mal zu Hause bin, dann liege ich. Ja. Dann mache ich gar nichts. So, weißt du? Und dann freue ich mich aber auch wieder rauszugehen und was zu machen. Kannst du das Autofahren genießen? Weil ich weiß, du hast deinen Lappen noch nicht so lange, ne? Ja, mittlerweile doch. Ja, mittlerweile, mit 2 Jahre, glaube ich, ne? 2? Nein, Bro. Sag mal, wie lange? Ich habe den spät gemacht mit 30, aber ich bin ja 38 jetzt. Digga, okay, dann hab ich falsch gezählt, weil ich dachte mir, irgendwo hatte ich im Kopf, du hast deinen Lappen noch gar nicht so lange und deswegen wollte ich jetzt drauf festnageln und ich habe gesehen, dass du ein tolles Auto fährst, deswegen dachte ich, vielleicht ist das so dein Hobby. Ist okay, ich fahre gerne ein entspanntes, gutes Auto, was von der Qualität gut ist, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der so auf PS steht oder auf krasse, weiß ich nicht, Lamborghini steht und das wäre mir peinlich sogar eher. Ich möchte einfach ein solides, gutes Auto haben, so, weißt du? Und ich fahre gerne, ich fahre viel, ich kann auch im Auto immer entspannen, ich kann da telefonieren, ich kann mich da so ein bisschen resetten und habe den Lappen zwar erst seit 8 Jahren, aber ich glaube, ich habe mehr Kilometer als die meisten schon auf dem Buckel. Okay. So. Da hast du wieder gut gemacht. Da habe ich wieder gut gemacht, ja. Bro. Wie die Bars. Das sind, wie gesagt, da würde ich mich ehrlich gesagt freuen, als Fan einfach, aber gut, was willst du noch toppen, ne? Was wäre denn das Nächste? Da müsstest du ja quasi 2 Stunden am Stück rappen für die nächsten Bars, ja, oder? Ich glaube, das kommt nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Das ist schwierig. Das ist schwer. Ich glaube, alles. Ich glaube, die Originalen sind die 700. Mhm. Ich glaube, die 1000 waren auch sehr gut. Ja. Die 2000 sind auch gut. Die sind ein bisschen unterschätzt. Die sind so mehr so. Das war auch ein Album, weißt du? Ja, voll. Das habe ich dann als Bars gelassen. Ja. So. Das ist so sehr, eigentlich auch ein Battle-Album. Nicht ein Battle, sondern Rap. Wie soll ich sagen? Das ist so mein State zu Hip-Hop in 2020, weißt du? Und ich weiß nicht, ob ich das noch anfassen sollte. Ich glaube, es ist an der Zeit, ein gutes Album zu machen, was sich in Ekrem, Exodus, Act to the Roots anreiht. Ja, ohne das zu kopieren, sondern einfach nur puren Hip-Hop zu bringen, was im Moment nicht mehr so verbreitet ist. Also eine Kunstform, die, glaube ich, immer noch viele zu schätzen wissen. Und das gepaart mit ein bisschen guter Zeit, deswegen überlege ich mir, wann ich das anfasse. Mhm. Weil die ganze Kampagne muss halt auf einem gewissen Niveau sein. Weißt du, auch das Produkt in der Box oder sowas muss einfach, weil ich mache noch Boxen, bei mir lohnt sich das. Es muss alles auf einem gewissen Niveau sein, so, weißt du, dass das auch für die Menschen cool ist, das zu haben und sie das nicht nur machen, weil die meinen Fans, weil die denken, okay, komm, weil der das ist, so, weißt du, das sollte nicht der Anspruch sein. Ich danke meinen Fans dafür, weil die mir so die Treue halten. Der Anspruch sollte sein, dass die richtig geil darauf sind, das zu haben. Und das werde ich nächstes Mal versuchen. Dafür brauche ich aber genug Zeit, genug Input sozusagen und das werde ich mit Thailand zusammen machen, mit meinem Kollegen, mit dem ich mich um die Musiksachen kümmere. Geil. Was geht noch in Berlin? Ich fahre jetzt nach Hause, Bro. Kein Bock mehr. Wieder Autobahn. Ich habe gestern was gemacht, aber es war ein neues Projekt, aber ich glaube, ich darf das noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wann das hier rauskommt. Auch ein Projekt irgendwie fürs Fernsehen. Es ging auch über mehrere Wochen, also immer mal wieder so. Und das hatte gestern seinen Abschluss.
Und ja, bin ich froh drüber und jetzt geht's wieder nach Hause. Ich danke dir und David, dass ihr mir diese Plattform geboten habt, ja, mein Zeug irgendwie, meine Meinung, aber vor allen Dingen auch meine neuesten Shit irgendwie so unterzubringen und ja, ich werde jetzt nach Hause fahren. Gerne, wir haben zu danken, ich habe zu danken und bevor du nach Hause fährst, zeige ich dir noch mein schwarzes Gästebuch. Zeig mal, die Gäste, die hier reinkommen, schreiben mir was rein und ich lese dir jetzt vor, was meine letzten Gäste reingeschrieben haben und okay. Du darfst reagieren, ja? Okay. Also die letzten haben quasi was reingeschrieben für dich, allerdings unbekannterweise, die wussten nicht, wer kommt und du darfst reagieren. Da haben wir wieder den Twitch-Charakter hier in der Show. Meine letzten Gäste waren, der vorletzte Gast war tatsächlich Toni, der Assi, und der hat dich schon lieb gegrüßt. Der kann gut malen. Ja, der kann echt gut malen. Meine letzten Gäste waren Papke und der Achim. Zwei Jungs aus Berlin, Kulturerbe Achim und Papke, zwei auch sehr starke Artists, die fragen eine sehr wichtige Frage. Ziehst du zuerst die Hose und dann die Socken an oder erst die Socken und dann die Hose? Ich ziehe als erstes die Socken um. Immer? Ja. Das, wie glatt du das beantworten kannst, ich habe mir echt schwer getan. Wenn ich aus der Dusche komme, als erstes die Socken, dann die Boxershorts, ja, dann die Hose und dann das Oberteil. Voll das Konzept, ja. Alter. Ich weiß nicht, bei mir ist jeden Tag anders. Nee, ich ziehe das so durch. Krass. Geil. Ja, und du darfst natürlich auch gleich in mein Buch schreiben für wiederum meinen nächsten Gast. Es wäre mir eine große Ehre, ja, es wäre mir eine große Ehre, Burak Cem, der Blicke, die uns in Bütün Ermene und deinen ganzen Kanal und was du dir aufgebaut hast. Saudabe. Ich bin stolz darauf. Du bist eine gute Representation von Hip-Hop. Dankeschön, Bruder. Und auch von dem, und auch von der Culture und unserer Culture. Geht runter wie Honig. Ich danke dir tausendfach dafür, für deinen Besuch, für die Zeit und du weißt ja, wie es in alter TV-Straßensound-Manier ist. Darfst du natürlich deine letzten Worte in deine Kamera schildern. Ich muss da jetzt reinschreiben, was der Nächste liest oder ist das was für dich? Nee, du darfst gleich reinschreiben, allerdings hinter der Kamera. Ach so, okay. Das dürfen die Gäste noch nicht wissen, das ist quasi so der Running Gag dieser Show. Ja. Okay, und ich soll was sagen jetzt, ja. Ich mache einfach, mir fällt jetzt nicht ein, wir haben so viele Aspekte des Lebens besprochen, ja. Ich hoffe, ich habe euch nicht eine Frikadelle an die Backe gelauert und hier den Rahmen gesprengt. Alles, was die Leute jetzt so von den neuesten Sachen wissen müssen, schreiben wir hier drunter, richtig? Ich grüße alle TV Straßensound, alle seit Tag 1 dabei, sage ich mal. Seit die Jungs irgendwie mit einer kleinen Kamera und mit so einem, sag ich mal, billigen Mic unterwegs waren auf Backstage, auf irgendwelchen Videodrehs und so weiter. Immer ins Herz geschlossen. Schöne Grüße an Davut, Yama und ja, und jetzt bist du es, Alter. Und ich grüße jeden, der das hier sieht. Mehr kann ich nicht sagen. Wunderbar. Meine lieben Freunde, das ist Record, mein Podcast hier auf TV Straßensound. Checkt, was noch kommen wird. Bleibt uns treu. Act the Mac, Burak, von uns gibt es ein dickes Peace. Ist die Kamera aus? Nee? Alles klar. Dann Peace in diese Kamera. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Peace, yo.